sage ich Hallo zu einer Tonbilderschau mit einem Blick hinter Mauern von Einrichtungen, die häufig so unbekannt sind, dass Menschen weder die Mauern von außen gesehen haben, noch überhaupt wissen, dass es in ihrer Stadt solche Mauern gibt. Also eine der vergessensten Plätze dieser Welt. Es geht ihr nicht gut, meiner Freundin von nebenan, weil nichts, was sie tut, sie froh machen kann, um nicht zu sagen, sie steckt in einem ziemlichen Tief. Es ist, wie es ist, sie ist äußerst depressiv. Ihre Freunde haben so gut wie nie mehr für sie Zeit und sie tut sich von morgens bis abends so leid. Mit dem Leben, sagt sie, komme sie nicht mehr klar, denn nichts sei so, wie es früher einmal war. Sie fühle sich wie ein Außenseiter, sie kann nicht mehr, es geht nicht so weiter. Ich wusste nicht, was zu tun war und ich hab ihr empfohlen, den Rat eines Psychiaters einzuholen. Sie fand seine Couch wirklich sehr bequem und auf und nieder hüpfend schilderte sie ihm das Problem. Sie sagte, sie fühle sich so ausgebrannt und alt und hat dann 3 Polaroids auf den Tisch geknallt. Das ist mein Haus und mein Äffchen und mein Pferd. Ich habe folgendes Problem. Mit mir läuft irgendwas verkehrt. 2 mal 3 macht 4, bitte, bitte, bitte. Und 3 macht 9. Leider läuft die Welt nicht mehr wirklich so, wie es mir gefällt. Läuft nicht mehr so. Die Villa, wo ich wohne, ist mir viel zu kunterbunt. Anstelle von Herrn Nilsson hätte ich so gern einen Hund. Und trage ich mein Pferd einhändig von der Veranda, merke ich immer wieder schmerzlich, es ist kein Mann da. Ich brauch nicht wirklich einen, aber schön wäre es doch, obwohl die meisten Männer haben mit starken Frauen ja einfach keinen Vertrag. Mein Limonadenbaum, der scheint vertrocknet zu sein. Mein Vater fuhr zur See und ließ mich viel zu oft allein. Meine Freunde kommen auch nicht mehr so richtig oft vorbei. Da waren wir ganz unzertrennlich, wir 3. Doch heute sagen sie, ich sei ihnen zu speziell. Die Annika macht Jura jetzt. Und der Tommy BWL. Ich bin wirklich nicht dumm, ich kam auch immer gut zurecht, höchstens in Blutimikation, da war ich immer herzlich schlecht. Auch Biologie konnte ich noch nie, doch auch ohne Abitur würd ich jederzeit wetten. Kartoffelkäfer kacken keine Kroketten. Herr Doktor, haben Sie eine Medusin dagegen, dass ich so traurig bin? Haben Sie keine Lösung? Ich finde keinen Draht zur Welt mehr. Und bitte tun Sie doch was, ich werde jeden Tag älter. Es ist zum Heulen, tralahi, tralaho, tralahopsasa. Es ist zum Heulen, dass nichts mehr mir gefällt. Sie hüpft auf der Couch wie ein Gummiball. Doktor, denken Sie vielleicht, ich hab einen Knall. Ich hätte doch einfach nur so gern eine EC-Karte. Ich hab doch nur den Goldschatz von Papa. Und das gibt immer so einen Aufstand, wenn ich bezahl bei Edeka. Ich fühle mich so elend vom Kopf bis zu den Schuhen. Vielleicht hat das auch mit meinem Namen zu tun. Alle, die ihn hören, die können ihn nicht fassen. Vielleicht sollte ich ihn im Rathaus auf Elke ändern lassen. Ich bin Romanheldin, ich bin Stilikone. Doch ich bin einfach nicht mehr in, weil
weil ich zu außergewöhnlich und zu schlecht frisiert und zu nachlässig angezogen bin. Und außerdem bin ich Königin im Takatuka-Land. Naja, ich wohne auch nur noch hier, weil ich den Weg zurück nicht fand. Herr Doktor, was ist? Bin ich nicht richtig hier? Was um Himmels Willen stimmt denn nicht mit mir? Ich zahl auch ein Goldstück als Praxisgebühr. Oder zwei oder drei oder zwei mal drei macht vier. Der Doktor, muss man sagen, der war ein weiser Mann. Und er sagte erstmal nix, er muss ja Diskretion bewahren. Aber Michel aus Lönneberger war schon vor ihr da, weil der kam mit seinem starken Haarausfall nicht klar. Auch Carlsson vom Dach ist wegen Flugangst hier Patient, weswegen der Doktor die Problematik kennt. Es gibt nichts zu deuten, es ist einfach so, sie alle leiden auf hohem Niveau. Und in diesem speziellen Fall verordnet der Doktor Johannes Kraut und Abendschule und auch Schaft und Schokolade. Und er sagt, wenn du dich ändern würdest, fände ich das höchst schade. Ich mag nämlich dein Haus und auch dein Äffchen und dein Pferd. Mach du dir mal keinen Kopf, mit dir läuft überhaupt nichts verkehrt. Und eines noch, das verrate ich sonst nie. Naja, wir sind ja unter uns. Ich selber komm aus Bullerbü. Ich steige ein mit vier Fallbeispielen über das, was sich dort tut. Das erste ist euch wahrscheinlich vom Namen bekannt. Die Person, die in dieser Forensik gesessen hat und mit deren Namen sich immerhin verbindet, dass es überhaupt mal eine mediale Öffentlichkeit, eine Aufmerksamkeit auf das Geschehen hinter diesen Mauern gegeben hat. Wahrscheinlich brauche ich vielen nicht viel darüber zu erzählen. Die biografischen Daten sind allgemein bekannt. Es sind ganze Bücher darüber geschrieben worden. Gerhard Strate zum Beispiel, der seinen Verteidiger in einem Fall ein hervorragend dokumentiertes Buch, also mit sehr vielen Quellenangaben, über den Fall Gustl Mollat geschrieben. Der hat ja irgendwann einmal seine damalige Frau verdächtigt, in dubiose Bankgeschäfte verwickelt zu sein. Ich war damals nicht dabei. Vieles spricht dafür, um ihn mit dieser Position zum Schweigen zu bringen, hat vor allen Dingen auch das Umfeld von seiner Frau oder vielleicht auch von dieser Bank ihn dann denunziert. Er ist tatsächlich in die Psychiatrie gekommen. Die Gutachten sagen alle aus, dass er tatsächlich einen an der Klatsche hat. Und er hat 7,5 Jahre dort gesessen. Und er würde mit Sicherheit heute noch sitzen, wenn nicht irgendwann einmal durch einen anderen Vorgang klar geworden wäre, dass seine Vorwürfe gegen seine Ex-Frau und was die ganze Bank dort getrieben hat, wohl gestimmt hätten. Daraufhin wurde der Fall von Unterstützern und Unterstützerinnen von außen aufgerollt. Und es gelang, ihn als quasi ersten Fall einer solchen Inhaftierung aus der Forensik wieder rauszubringen. Aber er war eine totale Ausnahme. Und wenn wir uns überlegen, dass jedes Jahr 240.000 Menschen allein in Deutschland unfreiwillig hinter diesen Gittern und Mauern verschwinden, so ist es natürlich bei weitem unbefriedigend, dass es gelungen ist, eine Person daraus zu holen. Die anderen Beispiele sind nicht mehr so bekannt. Das Beispiel, bei dem ich mich als erste Mal auch mit einem konkreten Fall selber auseinandergesetzt habe, spielt in Gießen, also die Stadt, wo ich auch als politischer Aktivist hauptsächlich mein Unwesen treibe. Das ist der Blick auf die geschlossene Anstalt der Vitos in Gießen. Und dort ist es ein paar Jahre her, gab es auch eine Konfliktsituation, was häufig am Anfang steht, dass irgendwelche Streitereien in Gang kommen und dann eine Seite abgeschoben wird in die Psychiatrie. Hier war es so, Dennis Stephan war ein Kreistagsabgeordneter der Linke und geriet auf der Straße aneinander mit einem konservativen Politiker aus dem Kreis Gießen. Die streiten sich, ich war auch wieder nicht dabei, aber der hat das ja selber auch in der Vernehmung gesagt. Und wutentbrannt tritt er aufs Gaspedal und überrollt den linken Politiker, schleift ihn mehrere Meter weg, Hubschrauber-Einsatz, Intensivstation. Und jetzt passiert etwas sehr Interessantes. Denn Stefan wird noch dort heimlich per Magensonde mit Psychopharmaka abgefüllt. Er schafft es einige Zeit später, sich per Androhung von Polizeieinsatz aus dem Krankenhaus wieder in die Freiheit verlegen zu lassen.
Also es war noch ein normales Krankenhaus auf der Intensivstation, wird dann aber einige Tage später wieder eingesammelt, die Forensik gebracht, wieder zwangsbehandelt, obwohl er in beiden Fällen eine gültige Patientinnenverfügung vorgelegt hat. Das hat aber niemanden interessiert. Gehe ich gleich noch näher darauf ein, gerade auf diesen Fall Patientinnenverfügung gar nicht zu beachten. Aber auch diesmal verrechnen sie sich. Auch diesmal gibt es Menschen, die hingucken. Es gibt eine öffentliche Thematisierung. Das ist bereits nach dem Fall Gustl-Mollert. Gustl-Mollert kommt höchstpersönlich auch nach Gießen, sitzt in diesem Prozess gegen Dennis Stephan und nach 4 Monaten ist Dennis wieder frei. Interessant auch, was dann alles so durchsickerte. Wie gesagt, es war ein Überfahren von einem Auto. Der Autofahrer musste keinen Alkoholtest machen und es ist auch kein Unfallgutachten gemacht worden. Es gibt gar keine Unterlagen über diesen Vorgang. Meines Erachtens, ich war im ganzen Prozess da, ich habe auch die Vernehmung von dem Autofahrer mir angehört. Das war mindestens versuchter Totschlag. Das war absichtlich überfahren. Und hier sollte jemand geschützt werden, indem man den anderen hat verschwinden lassen. Mein Eindruck war nicht, dass man den verschwinden hat lassen, weil er auch noch ein linken Politiker war. Das war egal, aber der andere sollte geschützt werden und das Opfer verschwindet. Es wird komplizierter. Fall 3. Straubing. Dort sitzt Sascha Ubrich. Der Fall wurde verhandelt in Nürnberg. Es war ganz pompös in diesem ehemaligen Kriegsverbrecherprozesssaal, fand das Ganze statt. Und ich war auch da und habe gesehen, was dort passiert. Ich habe vorher ein Coaching gemacht für die Leute, um sich selber zu verteidigen. Ich mache ja solche Selbstverteidigung vor Gericht, Ausbildung auch oder agiere auch teilweise als Strafverteidiger. Ohne Ausbildung kann Mensch. Kein Problem, da können wir uns gut gegenseitig helfen. Und so war ich dort, habe in Nürnberg so ein Coaching gemacht. Deshalb kenne ich auch die ganze Akte, kenne die gesamten Beweismittel und fand das sehr interessant, was in diesem Gerichtssaal dann passierte, weil vor allen Dingen der Ablauf, wie chancenlos du dastehst, wenn du diesen Stempel Psychiatrie erfahren hast, das ist bei diesem Fall besonders beeindruckend gewesen. Also Ausgangssituation in einem Treppenhaus, einer eher schlicht Wohnungsanlage, streiten sich 2 Menschen, die dort wohnen. Ich war ja nicht dabei, also mehr als das ist erstmal nicht klar. Irgendwann kommt die Polizei und die eine Person beschuldigt die andere, sie überfallen zu haben und auf eine Kommode gedrückt zu haben und mit einem Messer durch das T-Shirt durch in die Brust gestochen zu haben. Es wird tatsächlich ein Bild von einer Verletzung in der Brust, so in diesem Bereich hier, gezeigt. Aber die Person hätte das gerade noch abfangen können und so hätte sie das überlebt. Die eine Person, die das erzählt, hat keine Psychiatrieerfahrung. Die andere Person, die eine ganz andere Story erzählt, hat Psychiatrieerfahrung und es wird nicht lange gefackelt. Die Person mit Psychiatrieerfahrung kommt sofort in die Forensik. Ich gucke mir die Akte an und sehe da schon eine Menge von Merkwürdigkeiten. Es kommt dann zu diesem Prozess und dieses erbärmliche, diskriminierende, niederträchtige, die Person kommt rein, Fußfessel, Handfessel und die Hände am Bauch gefesselt. Kommt so in den Gerichtssaal und keine einzige dieser Fesselungen wird entfernt. Die kann also nicht mal mitschreiben oder irgendetwas dieser Art tun. Der Pflichtverteidiger sitzt in der Reihe davor. Das ist so ein bisschen gestuft gewesen. Dreht sich nicht einmal um. Der Angeklagte hat nur Wachleute neben sich. Kann nicht mal mit dem Anwalt reden. Sitzt dort. Bringt sich dann immer ungefragt ein, was nach kurzer Zeit zu einem Rauswurfantrag der Staatsanwaltschaft führt, dem der eigene Verteidiger zustimmt. Daraufhin wird der Prozess ohne den Angeklagten geführt. Er wird am Ende auch verurteilt. Und das Spannende ist, es gibt ein Video als Beweismittel, wo die ganze Situation nachgestellt wird in diesem Treppenhaus mit dieser anderen Person. Die ist ja frei, die hat ja recht, weil nicht Psychiatrie erfahren. Man sieht auf diesem Video, in diesem ganzen Treppenhaus steht keine einzige Kommode. Überhaupt gar kein Möbelstück steht da drin. Wo ist also die Story her, hätte auf die Kommode gedrückt? Zweitens, mir fällt auf, schon bei der Akten, da sind lauter Bilder von diesem T-Shirt, dass das T-Shirt kein Loch hat. Das wird tatsächlich thematisiert, es kommt eine Gutachterin und die sagt, dass weder das T-Shirt in irgendeiner Weise von irgendwas getroffen wurde, noch dass an dem Messer irgendeine menschliche Flüssigkeit ist. Was ja sein müsste, wenn das eingedrungen ist in den Körper, was ja tatsächlich von der Wunde her behauptet wurde. Es ist offensichtlich alles gelogen. Aber die Wahrheit wird durch Urteil gemacht in Deutschland. Du hast von vornherein einfach gar keine Chance. Der vierte Fall, der wird jetzt noch komplizierter, ist aber, finde ich, eines der beeindruckendsten Beispiele, welche Wirkung eigentlich geschlossene Psychiatrien auf die Menschen haben und dass hier nicht Ursachen bekämpft, sondern Folgen geschaffen werden.
Das ist ein Fall, den Günter Wallraff aufgerollt hat, der ja in seinem allerersten Buch auch eine Reportage, da hat er sich ja selber mal da einliefern lassen, und der hat aus irgendeinem Grunde, ob das eine Jubiläumshandlung war, weiß ich nicht, war in dieser Klinik, das ist Gottelau, ein Ortsteil von Riedstadt, und in diesen hat er einen neuen Fall mal 2011 beschrieben, genauer untersucht, und diese Unterlagen habe ich mir angeguckt, habe mich mit dem Betroffenen auch getroffen in Darmstadt, also in der Nähe von Darmstadt, und das ist ein besonders abgefahrener Fall. Der ist jetzt ein bisschen kompliziert. Rainer Feldmann arbeitete bei der Allianz und kam mit der Umstellung auf neue digitale Techniken nicht so richtig klar. Das führte zu einem, so Leute, die nach Krankheitsnamen suchen, würden das dann vielleicht Burnout nennen. Jedenfalls kam er da nicht mehr klar und sucht quasi die Hilfe, vielleicht ist er auch empfohlen worden, einer psychiatrischen Klinik, der Vitos-Klinik. Und die diagnostizieren sofort Verarmungswahn. Finde ich auch schon vom Begriff her, muss man auch erstmal hinkriegen. Verarmungswahn ist eine Krankheit. Und er kriegt sofort 3 Psychopharmaka, weil das hilft offenbar gegen Verarmung. Also von Bayer und so etwas hilft das schon, dass die nicht verarmen, aber gegen Verarmung helfen Pillen. Dann ist er da halt und am 6. Tag knallen die nächste Sache drauf und so geht es weiter. Am Ende wird er 6 verschiedene Psychopharmaka bekommen. Ein späteres Gutachten sagt dann glasklar aus, ein ziemlich widersinniger, teilweise in der Kombination den Patienten schädigende Medikation. Also Dinge, die da gegeneinander handeln und ähnliches. Es geht aber immer weiter, das Krankheitsbild wird ständig weiter ausgedehnt, Verlust, Ängste, und 4 Monate später ist es ein schweres, depressives Krankheitsbild mit ausgeprägtem Verarmungswahn und chronischer Alkoholsucht. Also es wird immer mehr, immer mehr. Dann machen sie eine Gehirntomographie, also gucken, was so mit dem Kopf los ist, und die Uni Darmstadt findet heraus, dass sich da nichts verändert hat. Das geht als schriftliches Gutachten, aber mit einiger Verzögerung in der Riedstädter Vitos-Klinik ein. Und die versteht am Telefon oder weiß ich wo das falsch und nimmt das genaue Gegenteil an, dass das Gehirn weitgehend zerstört ist. Daraufhin kriegt er weitere Psychopharmaka, also immer obendrauf. Der Cocktail wird immer abgefahrener und kommt auf die Station für hoffnungslose Demenzfälle. Seine Frau wird informiert, dass sie nie mehr mit ihm kommunizieren kann, und die wird gebeten, eine Betreuung für ihn zu installieren. Wenn man sich den Medikamentencocktail anguckt, das passt null mehr zueinander und erst recht nicht mehr zu dem, wo er inzwischen untergebracht ist. Wahrscheinlich ist an dieser Stelle normalerweise Schluss. Irgendwann verrecken die Leute und fertig. Aber jetzt passiert etwas Ungewöhnliches. Der schriftliche Befund von Darmstadt geht ein und die sehen, oh, da steht ja das genaue Gegenteil drin, das Gehirn ist in Ordnung. Und dann fingen sie an, das Medikament abzusetzen, welches damit was zu tun hat. Und es ging ihm ein Stück besser. Daraufhin setzte er das nächste ab und am Ende verließ er als ganz normaler Mensch diese Klinik. Das heißt, alles, was sie ihm als Krankheiten untergeschoben haben, waren die Nebenwirkungen der eingesetzten Medikamentierung oder anderer Maßnahmen in dieser Klinik. Als er draußen war, hat er dann Strafanzeige gestellt, aber die Staatsanwaltschaften sind in diesem Land bekanntlich grundsätzlich nicht dazu da, angehörige gesellschaftliche Eliten zu verfolgen. Wir haben immer eine politische Justiz. Das also die 4 Fälle. In diesem System, was solche Fälle in Masse produziert, möchte ich jetzt mal ein bisschen hineingucken. Die Zwangsmechanismen der Psychiatrie sind unterschiedlich, aber klar, das erste ist immer die Freiheitsberaubung als solches. Die findet halt statt. Du wirst einfach eingesperrt in den geschlossenen, in den Zwangspsychiatrien. Und hier gibt es eine spannende Entwicklung. Nämlich, es werden relativ rasant immer mehr Menschen, die zwangsweise eingesperrt werden. Sind wir denn immer bekloppter? Oder was läuft da? Die geben das auch selber zu. Ich arbeite prinzipiell ja sehr gerne, und das kann ich auch allen immer nur empfehlen, mit den Zahlen der anderen Seite. Sonst hast du immer dieses Problem, ja, glaube keiner Statistik, außer die du selber gefälscht hast. Nein, ich glaube den Statistiken, die andere Seite entweder gefälscht oder gemacht hat. Weil ich davon ausgehe, dass die ein Interesse daran haben, die Situation aus ihrer Sicht zu beschönigen. Wenn also deren Unterlagen etwas abzuleiten ist, was nicht schön ist, gehe ich davon aus, dass das belastbar ist, oder wenn, dann sollen sie halt sagen, dass sie da gelogen haben. Folie eines leitenden Arztes der hessischen Zwangspsychiatrieeinrichtungen. Da kann man gut lesen, zum Jahresende 2005 hatten wir 3-mal mehr Patienten als vor 22 Jahren. Und hier unten ist auch ein schöner Klick drin,
Die mittlere Verweildauer ab einer Gesetzesänderung nimmt sehr rasant zu. Also die Zeit, wo Menschen durchschnittlich da drin sind, 4,8 Jahre. Nicht? Das heißt also, dass locker mal ein paar Leute da Jahrzehnte verbringen. Und die geben auch selber so ein paar Erklärungen. Eines meiner schönsten Bücher ist das Praxisbuch Maßregelvollzug. Das haben leitende Ärzte von forensischen Psychiatrien geschrieben. Und in diesem Buch habe ich enorm viele Zitate gefunden, wo ich dachte, wow, die haben noch nie gesellschaftlichen Druck gespürt. Die schreiben ganz offen ihre Verbrechen da rein. Unter anderem kann man lesen in diesem Praxishandbuch, zeigt die Erfahrung, dass höher gesicherte Kapazitäten, also höhere Mauern, mehr NATO-Draht oder so etwas, dass höher gesicherte Kapazitäten, so sie einmal zur Verfügung stehen, auch genutzt werden. Aha! In dem Moment, wo ich also neue Psychokneste baue, werden die auch belegt. Wir werden nachher sehen, das ist wirtschaftlich auch vernünftig. In diesem Maßregelvollzugsbuch sind unglaubliche Pointen drin. Da schreibt zum Beispiel zu der rechtlichen Lage der Marburger Richter, der Vorsitzende der Strafvollstreckungskammer, der also tatsächlich zuständig ist, Leute da einzusperren, der hieß Thomas Wolf, der dort das Kapitel geschrieben hat. Und der hat alles Mögliche geschrieben, unter anderem, was passiert, wenn die Leute da drin sind, aber die Gutachten sich verzögern, man müsste sie deshalb jetzt eigentlich entlassen. Was schreibt er da? Hier ist kluge Fantasie gefragt, warum ein Gutachten länger braucht. Ich finde, das ist ein ziemlich offen formulierter Aufruf zum Rechtsbruch. Ich werde doch aus einer anderen Quelle ein paar Ausschnitte zeigen. Das empfehle ich euch, diesen Film euch komplett anzugucken. Es ist ein Arte-Film, der heißt Alltag in der Psychiatrie. In einer Pariser geschlossenen Psychiatrie haben die Kameras angebracht und das war den Leuten auch bekannt. Ich nehme auch an, dass sie einiges rausgeschnitten haben, weil einzelne Leute gesagt haben, sie wollen da nicht veröffentlicht werden. Dann haben sie nur das veröffentlicht von den Leuten, die das auch wollten. Ich gehe davon aus, dass in einer psychiatrischen Anstalt, wenn die wissen, dass dort Kameras laufen, es eigentlich eher sanfter abgeht als normal. Wir haben mal einen Filmabend gemacht und wir haben diesen Film gezeigt und einer flog übers Kuckucksnest, den Klassiker schlechthin. Wir waren hinterher einig, dass der Unterschied zwischen diesen beiden Filmen nicht besonders groß ist. Eine Szene aus diesem Film, Alltag in der Psychiatrie, der ist halt französischsprachig mit deutschen Untertiteln, müsst ihr also jetzt so ein bisschen mitlesen. Die Kamera ist hier in einem Besprechungsraum und der leitende Chefarzt erzählt, wie er damit umgeht, wenn er die Leute mal ein bisschen illegal einsperrt. Nein, c'est pas grave. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut. Ça ne me dérange pas du tout d'aller devant un tribunal, j'ai toujours dit, mes collègues le savent, ça ne me dérange pas de voir un tribunal parce que j'ai enfermé quelqu'un 5 jours ou 6 jours de trop. Parce que d'ailleurs, les gens ne vous en veulent pas vraiment quand vous vous occupez d'eux. Vous voyez ce que je veux dire, bon, ils râlent sur le coup parce qu'elle fait traiter de tyran, de tout ce qu'on veut, mais fondamentalement, ils pensent que les médecins qui prennent leur responsabilité sont plutôt des bons médecins que. Vous voyez ce que je veux dire, bon, alors après, on peut s'expliquer. Des fois, j'en ai enfermé un peu à tort quelques jours, mais bon, ils m'en ont jamais voulu vraiment. Also, normalerweise kommt man, wenn man Leute ein paar Tage einfach mal so einsperrt, das ist Freiheitsberaubung 10 Jahre aufwärts. Hier ist das so ein Lacher wert und es passiert gar nichts. Ist alles ganz normal. Gucke ich mir die Zahlen genauer an, so ist erstmal ziemlich beeindruckend, wie stark diese Steigerungen sind. Zwei verschiedene Zahlen, weil die Statistiken sind sehr unsauber. Wir haben im vorletzten Jahr oder letzten Jahr war es eine Anfrage im Hessischen Landtag mal lanciert, einen ganz langen Fragenkatalog zu den Verhältnissen in den geschlossenen Psychiatrien. Und das Interessante war, dass zu fast allen Fragen die Landesregierung geantwortet hat, wissen wir nicht, wird nicht erfasst. Also wie viele Fixierungen hat es gegeben, wie lange waren die, wissen wir nicht, wird nicht erfasst. Das heißt, fast alles hinter diesen Mauern interessiert niemanden, das wird nirgends dokumentiert. Das ist eine riesige Blackbox und das ging aus dieser Anfrage wunderbar hervor. Deshalb gibt es zu diesen ganzen Zahlen sehr unterschiedliche. Deshalb vielleicht mal zwei, hier eine aus einer Tageszeitung, 1996, 3216 Personen in der Forensik. Das ist die strafrechtsorientierte geschlossene Psychiatrie. Es gibt ja noch die Überbetreuungsfälle und die Fremd- und Selbstgefährdung, die sind beide deutlich größer. Forensik, seht ihr hier die Zahlen. Dann hat Nelopil, auch ein sehr bekannter Psychiater, der sehr viele Gutachten macht, auch bei Mollert eine nicht so schöne Rolle gespielt hat. Der hat andere Zahlen, aber der hat geschlossene Heime mit dazu gerechnet. Die sind in den ersten Zahlen, aber guckt euch diese Steigerung an. Wahnsinn! Das ist fast eine Verdreifachung innerhalb eines noch übersichtlichen Zeitraumes.
Also da ist ja schon die Frage zu stellen, nach welcher Logik wird hier eigentlich eingesperrt? Kann das sein, dass so viele Leute mehr psychische Probleme haben oder spielen da andere Interessen? Du musst aber nicht nur diese Steigerung über die Zeit angucken. Du kannst dir auch die regionalen Unterschiede angucken und dann stellt sich die Frage erneut. Zum Beispiel in Remscheid 3,4 von 1000 Leuten zwangstherapiert, also pro Jahr, und in Olpe nur 0,29. Deutlich weniger. Unter 10%. Sind die in Olpe irgendwie besser drauf? Oder sind da vielleicht einfach andere Ärzte? Oder haben die vielleicht keine Klinik? Also zieht nicht nach Remscheid. Schon solche Zahlen machen irgendwie deutlich, hier muss ein hoher Willkürfaktor drin liegen, denn sachlich lässt sich doch so etwas mit nichts erklären. Ja, und dann gibt es so einen Mythos von Freiwilligkeit, dass da ganz viele Leute freiwillig reingehen. Auch jetzt wieder eine Szene aus diesem Film. Eine Person geht dahin, will Hilfe und wird mitgenommen. Bon, ça va, je vous hospitalise, mademoiselle. Je suis désolé, mais... Mais vous pouvez pas m'hospitaliser. Parce que je considère comme un danger. Je vous approuve bien. Vous pouvez pas? Si. Qui c'est qui signe la HDT? Ça, c'est pas un problème. C'est pour vous protéger qu'on fait ça. Je suis désolé, mais je le fais. Je pense que, de toute façon, je vais vous dire, je pense que si vraiment vous ne vouliez pas être utilisé, vous ne seriez jamais venu me voir ce matin. Donc je pense que, en même temps, vous dérapez là, complètement. Vous n'êtes pas bien. J'ai les informations que j'ai, etc. Donc on va vous amener à l'unité fermée. Je suis désolé, hein, mais il faut vraiment, c'est pour vous protéger que je fais ça. Parce que ça va déraper, ça va mal se finir, cette histoire. Mais Venez avec moi, stop. Venez avec moi. Non, mais attendez, vous... Je suis médecin hospitalier, je prends la décision qui s'impose dans votre cas. Je pense que vous êtes reprise, vous avez probablement un petit peu arrêté votre traitement, vous êtes de nouveau pas bien du tout, je pense que vous êtes en danger, vous avez une... percevez pas les choses telles qu'elles le sont vraiment, et je pense qu'il faut qu'on vous protège. Voilà, venez avec moi, je suis désolé, mais venez avec moi. Vous voulez m'adresser? Es gibt ein interessantes Dokument, nicht dass ich an die Vereinten Nationen als den Inbegriff von emanzipatorischer Politik oder so etwas glaube. Nichtsdestotrotz, insbesondere unbedeutende Kommissionen produzieren mitunter ganz interessante Papiere. So lohnt es sich, die UN-Behindertenrechtskonvention, das ist natürlich der Begriff, den die gesellschaftliche Establishment benutzt, Behinderte. Deutschland hat das unterzeichnet, müsste sich also dran halten. Und dort finden wir unter anderem zum Thema Freiheitsberaubung eine sehr eindeutige Formulierung. Die Vertragsstaaten gewährleisten, dass die Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen die Freiheit nicht rechtswidrig oder willkürlich entzogen wird, dass jede Freiheitsentziehung im Einklang mit dem Gesetz erfolgt und dass das Vorliegen einer Behinderung in keinem Fall eine Freiheitsentziehung rechtfertigt. Also genauso zu behandeln hinsichtlich Freiheitsentziehung wie Leute, die keine Psychiatriestempel haben. Da weicht das, was wir gesehen haben, schon sehr eindeutig ab. Und das war noch harmlos. Jetzt ging es ja nur darum, dass Menschen eingesperrt werden. Was hinter den Mauern passiert, sieht noch ein bisschen grauenvoller aus. Nämlich die Zwangsbehandlung. Auch hier ist die UN-Behindertenrechtskonvention ziemlich eindeutig. Jeder Mensch mit Behinderung hat gleichberechtigt mit anderen das Recht auf Achtung seiner körperlichen und seelischen Unversehrtheit. Das heißt, was für alle Menschen gilt, gilt auch für alle Formen von sogenannten Behinderten, also auch von Menschen mit Psychiatrieerfahrung oder mit dem Stempel Psycho. Der entsprechende Sonderbeauftragte, Sonderberichterstattung über Folter der UNO, hat sich das dann halt angeguckt und ist zu einem beeindruckenden Ergebnis gekommen, nämlich laut dem müssen alle Staaten ein absolutes Verbot aller nicht einvernehmlichen medizinischen Behandlungen von Personen mit Behinderungen verhängen. Ein absolutes Verbot. Also ohne Wenn und Aber darf ohne Zustimmung der Leute nicht irgendwie eine medizinische Behandlung durchgeführt werden. Und zwar unverzüglich, sofort. Das hat er ja nicht gestern gesagt, sondern das interessiert schon länger niemanden. Das sei... Und dann nennt er Beispiele, nicht einvernehmliche Psychochirurgie, Elektroschocks und Verabreichung bewusstseinsverändernder Drogen, sowohl in lang- wie auch in kurzfristiger Anwendung. Also das ist extrem weit von jeder Realität entfernt. Es ist Jahre her und verfolgt ihn immer noch. Er will nicht erkannt werden. Nach einem Streit mit seiner Großmutter wurde er in die Psychiatrie eingeliefert, weil seine Oma und die Notärztin, eine Gynäkologin, glaubten, er habe eine Psychose.
In der Psychiatrie bekam er keine gründliche Untersuchung, sondern starke Psychopharmaka. Die haben mir angedroht, wenn ich diese Neuroleptika nicht freiwillig einnehme, dann geben sie mir etwas mit Gewalt per Spritze, das mich richtig umhaut. So etwas könnte ihm momentan nicht mehr passieren. Denn nach Urteilen des Verfassungsgerichts und des Bundesgerichtshofs ist seit gut einem Jahr keine Zwangsbehandlung mehr möglich. Und manche Psychiater und Pfleger haben in der Zeit ohne Zwangsbehandlung überraschende Erfahrungen gemacht, zum Beispiel im Klinikum Heidenheim. Alles das, was so befürchtet wurde, das eintreten würde, ist hier nicht eingetreten. Wir haben hier nicht mehr andere Zwangsmaßnahmen, das heißt also Fixierungen. Wir haben nicht mehr Übergriffe von jetzt Patienten auf andere Patienten oder auf Personal. Der Heidenheimer Chefarzt hat deshalb an die Bundesjustizministerin geschrieben und gebeten, kein neues Gesetz zur Zwangsbehandlung zu schaffen. Vergeblich. Vor kurzem hat der Bundestag dem Gesetzentwurf zugestimmt. Zwangsbehandlung soll unter strengen Auflagen wieder möglich sein. Die Psychiaterverbände sind zufrieden. Ich begrüße, dass der Gesetzgeber da doch sehr schnell und entschlossen gehandelt hat. Sie können nicht jeden unter allen Umständen mitreden von etwas überzeugen. Und die andere Möglichkeit zu sagen, wir behandeln diese Menschen eben nicht, die funktioniert in sehr vielen Fällen auch nicht, weil die Verhaltensauffälligkeiten so stark sind, dass die Polizei sie zwei Tage später wiederbringt. Wer keine Krankheitseinsicht hat, darf künftig stationär zwangsbehandelt werden. Uneinsichtigkeit kann man jedem unterstellen, findet er. Er hat Angst vor Willkür. Ja, in der Tat ist es so. In eigentlich meines Erachtens allen Bundesländern sind inzwischen die Gesetze neu gefasst worden, brutaler als vorher. Dieses Zwangsbehandeln mit Medikamenten, dieses Isolieren, diese Verwahrung von Menschen hat eine Menge von Folgen. Und auch hier sind die Zitate von denen wieder sehr, sehr beeindruckend, was sie selber sagen. Laut der Deutschen Gesellschaft für Soziale Psychiatrie, einer der beiden Spitzenverbände der deutschen Psychiaterinnen und Psychiater und irgendwas dazwischen, die etwas softere Form, die hofft natürlich auch auf Arbeitsplätze für Gesprächstherapien, während die anderen mehr so auf Medikamente stehen. Aber die haben eine Broschüre rausgegeben, also Psychiaterinnen und Psychiater selber. Und nach deren Broschüre verwundert es nicht, dass Menschen mit schweren psychischen Störungen um 16 bis 25 Jahre kürzer als die allgemeine Bevölkerung leben. Also Menschen, die in diesen Kliniken dauerhaft behandelt werden, verlieren 18 bis 25 Jahre. Stellt euch mal vor, es gäbe irgendetwas anderes, Skifahren oder Fernsehgucken oder so etwas, was durchschnittlich 18 bis 25 Lebensjahre klaut. Das würde nicht nur verboten werden, sondern hier ist es ja auch umgekehrt, wird das ja sogar noch gefördert, bezahlt vom Staat. Gut, der Staat lässt sich eine ganze Menge Sachen einfallen, wo eine Reihe von Menschen verrecken. Der ist ja nicht besonders zaudernd, das ist eine brutale Maschinerie. Aber hier liegen selbst von denen, die das betreiben, solche Zahlen vor. Ich gehe wieder ins Praxishandbuch Maßregelvollzug, da sind eben diese schönsten Sätze drin. Die Unterbringung nach § 63, das ist diese strafrechtliche Unterbringung in der Forensik, Strafgesetzbuch, endet durch Tod des Untergebrachten, was viel häufiger vorkommt, als man zunächst denkt. So, das ist alles so ganz lässig. Das ist alles so Alltag. Aber es kommt noch viel schlimmer. Da wird nicht nur kräftig zwangsmedikamentiert, sondern was für Medikamente eingesetzt werden, wird auch ganz offen in diesem Praxishandbuch beschrieben. Nämlich das Problem, dass die empfohlenen Medikamente in der betreffenden Indikation, also dem Anwendungsfall, unter Umständen gar nicht zugelassen sind, sodass in nicht unerheblichem Umfang im rechtlich problematischen Off-Label-Bereich therapiert werden muss. Im Off-Label-Use können Medikamente bei bestimmten Syndromen aber hilfreich sein. Off-Label-Use heißt, hier werden Medikamente eingesetzt für Dinge, für die sie nicht zugelassen sind. Das ist nicht rechtlich problematisch, das ist nicht erlaubt. Das ist Körperverletzung bis zum Abwinken. Zwangsmedikamentiert. Hier werden Mittel vergeben für Dinge, wofür sie nicht zugelassen sind. Zwangsweise. Auch dafür würden normale Menschen nicht Geld bekommen, sondern im Knast landen. Aber die gesellschaftliche Elite, die deckt sich natürlich. Aber die sind sich so sicher in ihren Blackboxen, dass sie sowas offen in ihre Bücher reinschreiben. Das ist ein Lehrbuch für Leute, die sowas studieren oder sich da anlehren. Die kriegen das da so erzählt. Leute, das ist ganz normal, dass Leute abkratzen. Es ist ganz normal, dass wir irgendwelche Medikamente spritzen oder den Leuten Zwang verabreichen, die da gar nicht für zugelassen sind. Das machen wir einfach so.
noch ein interessanter Paragraph, den ich auch ganz spannend fand. Die Strafprozessordnung legt in Deutschland fest, wie Leute behandelt werden sollen, die den Verdacht haben einer Straftat. Das spielt also jetzt hier bei der Zwangspsychiatrie wieder in die Forensik rein, also wenn jemand so ein Verfahren hat. Und in dieser Strafprozessordnung steht drin, dass bei richterlichen Vorführungen die Menschen definitiv keinen bewusstseinsverändernden Medikamenten ausgesetzt sein dürfen. Also der Originallaut, der ist § 136a Strafprozessordnung. Die Freiheit der Willensentschließung und der Willensbetätigung des Beschuldigten darf nicht beeinträchtigt werden durch Verabreichung von Mitteln. Maßnahmen, die das Erinnerungsvermögen oder die Einsichtsfähigkeit des Beschuldigten beeinträchtigen, sind nicht gestattet. Das Verbot gilt ohne Rücksicht auf die Einwilligung des Beschuldigten. Das heißt, selbst wenn er zustimmt, darf er die nicht nehmen. Wer Erfahrungen mit der Psychiatrie hat, weiß, du kommst in die einstweilige Unterbringung oder irgendwo, dann kommt die richterliche Vorführung und du stehst immer unter Medikamenten oder kurz davor entzogen. Und dann hast du natürlich den gleichen Effekt. Nimmst so ein quasi kalter Entzug, das wird dann nicht ausgeschlichen, sondern dann kriegst du es ein paar Tage nicht. Und du bist in jedem Falle genau in dem Zustand, der verboten ist. Das interessiert die gar nicht. In der Psychiatrie bist du in irgendeinem Vogelfreizustand. Das alles gilt nicht für dich. Martin Zinkler dazu nochmal, den hatten wir eben schon im Interview, ne, von Heidenheim, der vor einiger Zeit tatsächlich seine Auffassung dazu geändert hat und gesagt hat, wir müssen mit dem Zwang aufhören. Teilweise sind Zwangsmaßnahmen der Grund dafür, dass eine Behandlung erfolglos bleibt, da gerade in der Psychiatrie die vertrauensvolle Beziehung zwischen Helfenden und Patientinnen und Patienten die Grundlage für die Genesung bzw. Besserung des Gesundheitszustandes ist. Ja, in der Tat. In dem Moment, wo ich Menschen zwanghaft unterwerfe und behandle, gilt die Vertrauensstellung, die notwendig ist, damit Menschen Verhalten auch reflektieren und ändern können, verloren. Das heißt, durch die Zwangsmaßnahmen sind Psychiatrien der unpassendste Ort überhaupt, Lebenskrisen zu bewältigen. Das wäre so, als wenn man denkt, irgendein Kind, was aufwächst und vielleicht in irgendeine Lebenskrise kommt, dem wird geholfen, wenn es von seinen Eltern jetzt häufiger verprügelt wird. Es ist völlig logisch, dass das nicht funktioniert. Aber in der Psychiatrie ist das der Alltag. Und dem setzen die noch mal eine drauf. Der Knast im Psychoknast. Wenn du dich jetzt doch nicht so verhältst, wie die das wollen, wenden die nochmal Methoden an, um dich weiter zu unterwerfen. Disziplinarmaßnahmen, die gar keinen medizinischen Sinn verfolgen, sondern nur dazu da sind, damit du gehorchst. Auch hier gucken wir mal wieder in die schon bekannte UN-Konvention rein. Niemand darf der Folter oder grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe unterworfen werden. Gucken wir in die Realität. Es war im Sommer 2013. Ilona Haselbauer will bei einem Pfleger Besucher anmelden. Es kommt zum Streit. Sie weigert sich, zurück in ihr Zimmer zu gehen. Dann hat er Alarm gegeben und die haben mich dann auf den Boden niedergerungen, an Armen und Beinen gepackt und weggeschleppt. Ilona Haselbauer wird fixiert. 25 Stunden am Bett festgeschnallt. Der Schmerz breitet sich dann im ganzen Körper aus. Und das ist ganz schlimm, wenn man sich nicht bewegen kann, diese Ohnmacht. Sie nässt sich ein, weil sie nicht zur Toilette kann. Dieses Fixieren ist extremer Alltag. 25 Stunden. Sich nicht bewegen zu können, klingt nach richtig viel. Das ist eine der kürzesten Fixierungen, die dort in der Szene vorkommen. Wir kennen einen Fall, wo eine Person 60 Tage am Stück fixiert war. Und als der entsprechende ärztliche Direktor gefragt wurde, ob er das nicht für unvereinbar mit den Menschenrechten hält, hat er wieder lapidar geantwortet, ich halte das für vereinbar, wenn es keine Alternative gibt. Wir machen das einfach. Es guckt sowieso keiner. Tatsächlich, darauf spielte vorhin dieser Filmbeitrag schon ein, hat das Bundesverfassungsgericht 2011 gesagt, die rechtlichen Grundlagen für solche Maßnahmen reichen nicht. Daraufhin war das eine Zeit lang verboten. Und jetzt setzt da eine interessante Aktivität ein, dass die ganzen entsprechenden psychisch Krankengesetze und Maßregelvollzugsgesetze, die werden ja vor allen Dingen von den Ländern gemacht, erneuert wurden, um eine rechtliche Grundlage zu schaffen. Man hat nicht gesagt, okay, dann hören wir damit jetzt auf, sondern wir schaffen jetzt eine rechtliche Grundlage und entsprechend gibt es dann neue.
Zum Beispiel liest sich das im hessischen Maßregelvollzugsgesetz so: Die Anwendung unmittelbaren Zwangs durch körperliche Gewalt und ihre Hilfsmittel sind Bediensteten der Einrichtung des Maßregelvollzugsgesetzes gestattet gegen untergebrachte Personen. Und jetzt kommt, wann man das anwenden darf. Um die Behandlungsmaßnahmen, zu deren Duldung die untergebrachte Person verpflichtet ist, durchzuführen. Das ist ja irgendwie noch nachvollziehbar. Also die glauben ja, dass die Leute heilen. Das ist ja als solches schon fragwürdig. Aber dafür auch Zwang auszuüben, das ist wenigstens in deren Logik noch vorstellbar, nicht in meiner. Aber jetzt kommt nicht nur dann, sondern oder Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Sicherheit oder Ordnung in der Einrichtung. Das heißt, es reicht bereits, wenn die Ordnung gefährdet ist. Und ich habe eine Menge von Fällen, ich habe einige Kontakte zu Leuten in Kliniken, ich habe sehr viele Hausverbote dort, Besuchsverbote. Manchmal ist es dann gelungen, dass ich der Verteidiger von diesen Leuten wurde. Das war dann Pech für die, weil jetzt kann ich so häufig da reingehen, wie ich will. Und da kenne ich eine Menge von Fällen, wo Leute zum Beispiel eine Kopie haben wollten. Und dann haben die gesagt, nee, das kopieren wir ihnen nicht. Und dann haben sie sich darüber gestritten und dann kam es zu der Anwendung. Das ist bereits die Ordnung stören. Rauchverbote gibt es in ganz vielen. Heimliches Rauchen auf der Toilette, ganz häufig. Und riesige Disziplinierungsmaßnahmen. Super spannend wieder, was die selber sagen. Müller ist Werner, ist der leitende Arzt ganz lange gewesen in Gießen, also so ein bisschen bei dieser Antipsychiatrie-Auseinandersetzung unser Gegenspieler. Und der hat nicht nur dieses tolle Buch mitgeschrieben, sondern als das hessische Maßregelvollzugsgesetz, aus dem ich eben zitiert habe, neu gemacht werden sollte, hat er auch eine Stellungnahme geschrieben, wie viele andere auch. Und diese Stellungnahme von ihm fand ich wieder beeindruckend, wie offen er dort zugibt, dass er eigentlich ein Krimineller ist. Ich zitiere aus seinem Brief an die Landesregierung, warum er dieses neue Maßregelvollzugsgesetz mit diesen ganzen Peitschenmöglichkeiten super findet. Disziplinarmaßnahmen werden in der Praxis häufiger verdeckt, verhängt und müssen dann als therapeutische Maßnahmen oder besondere Sicherungsmaßnahmen deklariert werden. Das schreibt der da rein. Der freut sich über das neue Gesetz, weil sie jetzt endlich offen legal disziplinieren dürfen. Hier steht drin, dass sie bisher Disziplinierungsmaßnahmen als medizinische Handlung verschleiert haben. Also gelogen haben. Also Menschen behandelt haben, obwohl sie das gar nicht durften. Ich finde, dass er hier offen zugibt, dass er eine Menge von heftigen Straftaten gemacht hat. Die Einführung von Disziplinarmaßnahmen führt in der Praxis nicht zur Einschränkung der weiterhin möglichen therapeutischen Reaktionen bzw. besonderen Sicherungsmaßnahmen zum Erreichen des Vollzugsziels. Die bisherigen diesbezüglichen Verfahrensweisen haben teilweise damit endlich eine gesetzliche Grundlage. Auch dieser Satz sagt sehr deutlich, bisher hatten sie es nicht. Aber es war bisher nicht so, dass sie es nicht gemacht haben, sondern dieser Text, schwarz auf weiß, von Müller ist Berner selber unterschrieben, sagt, dass sie bisher Leute zwangsbehandelt haben, Freiheitsberaubung und so weiter, ohne dass es eine gesetzliche Grundlage gab. Ich habe zur Dokumentation, wie deutsche Justiz arbeitet, eine Strafanzeige gestellt mit diesem Text. Die Staatsanwaltschaft hat nicht einmal das Verfahren eingestellt, sondern es nie aufgenommen, weil sie gesagt haben, dass dieser Text keinen Hinweis auf illegale Handlungen enthält. So geht das. Eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus. Neben einer Hand wäscht die andere, die zentrale Art des Handelns in gesellschaftlichen Eliten. Inzwischen enthalten die ganzen Gesetze umfangreiche Möglichkeiten zu disziplinieren, zum Beispiel eben aus diesem Gesetz, was ich jetzt hier als Beispiel nehme, das werdet ihr hier in Bremen nicht anders haben und in anderen Bundesländern, zulässig die Absonderung von anderen Untergebrachten, Isolation. Für Menschen, die in Lebenskrisen sind, das Schlimmste überhaupt, wenn du nicht mehr kommunizieren kannst, wenn du nur noch deine Fliesen an der Wand siehst. Die Unterbringung in einem besonders gesicherten Raum, nicht dass das so in den Gags über so Gummizelle oder sowas ist, ohne gefährdende Gegenstände. Das gibt es tatsächlich, den sogenannten Bunker oder Arrestzelle gibt es genauso in Knästen. Da sieht es ja nicht anders aus, all diese Maßnahmen bis auf die Zwangsmedikamentierung sind in Gefängnissen genau das Gleiche. Und dann kommst du in diesen Isolationsraum und der ist kahl. Du bist in der Regel videoüberwacht, 24 Stunden Licht, hast nur noch eine Unterhose an und eine Gummimatte liegt auf der Erde. Und das darfst du monatelang. Das ist Folter. Für Menschen in Lebenskrisen. Das Einzige, was technisch nicht mehr geht, ist, dich aufzuhängen. Aber es wird dich, wenn du dazu neigst, auf jeden Fall näher daran bringen an den Wunsch. Das nennen die behandeln oder heilen. Leute zu behandeln wie Dreck. Der Entzug und die Vorenthaltung von Gegenständen ständig. Die Leute werden Bücher weggenommen, dann haben die nichts mehr zu lesen oder haben sich einen Fernseher organisiert oder ich kenne einen, der spielt gerne Orgel, der ist ewig lang schon in der Forensik und dem nehmen sie dann die Orgel mal weg, um den zu disziplinieren. Dann sitzt er den ganzen Tag da rum und guckt die Wand an. Und die Fesselung.
Der Entzug der Beschränkung des Aufenthalts im Freien ist auch nicht besonders kommunikativ. Das dürfen die jetzt alles! Oui, ça veut dire qu'il est attaché. Hein? Il est attaché avec des liens spécifiques qu'on a pour nos, pour des patients comme ça qui sont en difficulté. Hein? Ah non, non, enfin, il peut bouger uniquement quand les infirmiers se peuvent libérer un bras, ou etc., ou pour qu'il aille à la douche, ou etc. Mais, pour l'instant, c'est comme ça. Hein? C'est parce qu'il est, oui, il est très désorganisé, très excité, opposant tout, et je pense qu'il peut être effectivement violent. Alors bien évidemment, vous savez, nous c'est une situation qui va durer le moins de temps possible. Je crois que c'est important qu'il puisse avoir un traitement en injection au départ, et qu'il puisse aller mieux, et rapidement on pourra envisager une autre organisation des soins pour lui, ça va de soi. Vous savez, les patients, je vais vous dire, actuellement, en même temps, il a, je crois qu'il est rassuré d'être contenu, comme toujours dans ces cas-là, hein, les patients, nos patients à nous n'aiment pas être violents, n'ont aucun plaisir dans l'agressivité, en général, ils se protègent, ils se défendent, mais donc il est, d'une certaine manière, mécontent évidemment d'être comme ça, mais soulagé d'être contenu et d'être protégé de sa propre agressivité, très momentané, c'est un gars. Also, c'est alles nur gut für die Menschen. Mitunter wird ja behauptet, dass Zwangsmaßnahmen nötig sind, um Gewalttätigkeiten abzuwenden. Aber auch hier ist interessant, dass Sie selber formulieren, dass es genau umgekehrt ist, nämlich dass die Zwangsmaßnahmen die Gewalttätigkeiten heraufbeschwören. Zum Beispiel den Tillmann Steinert, den hatten wir vorhin schon als jemand, der mehr Disziplinmaßnahmen wollte. In einem dieser Filme war er zufrieden, dass das endlich wieder geht. Der ist auch bei dieser DGPPN, also das ist der Hardcore-Psychiaterinnenverband. Aber der schreibt selber auch an einer Stelle, Gewalt droht Mitarbeitern psychiatrischer Einrichtungen am ehesten bei zunehmend eskalierenden Konflikten mit Patienten und bei der Durchführung von Zwangsmaßnahmen, wie Fixierung oder Zwangsmedikation. Geplante heimtückische Gewaltakte und die Verwendung von Waffen kommen dagegen insgesamt ausgesprochen selten vor. Das sagt er selber. Da muss ich gar keine Statistiken anstellen. Das heißt also, der Hauptauslöser von Gewalttätigkeiten ist die Psychiatrie selbst, sagt einer der führenden und nicht gerade soften Psychiater. Und schlägt dann vor, als Mittel gegen Gewalt in Psychiatrien, die weitgehendste Reduzierung von Zwangsmaßnahmen. Nun denn, das ist ja mal eine Aussage, da sollten die vielleicht mal loslegen mit. Alles Mögliche ist erlaubt, auch hier wäre wieder so ein Auszug, dass diese Isolation, wie umfangreich die sein kann, auch wieder an dem Beispiel des hessischen Maßregelvollzugsgesetzes, ich komme halt aus Hessen, deshalb habe ich das als Beispiel gewählt, ihr würdet hier keine besseren Sachen, die sind fast identisch in den Ländern, die unausgesetzte Absonderung eines Untergebrachten über einen Zeitraum von mehr als einem Monat bedarf der Zustimmung der Aufsichtsbehörde. Also bis zu einem Monat können die einfach so, sie kommen jetzt mal einen Monat da in irgendwo hin und haben keinen Außenkontakt mehr und so weiter. Einen Monat. Probiert das mal einen Tag, euch in ein Zimmer zu setzen, ohne irgendwelche Reize, Telefon raus, niemand darf reinkommen. Das ist schwer auszuhalten. Die Zustimmung erstreckt sich jeweils nur auf einen Zeitraum von höchstens zwei weiteren Monaten. Also mit Zustimmung geht das ja locker auf drei Monate. Wenn das aus therapeutischen Gründen gemacht wird, dann dürfen die sowieso bis zu drei Monaten einfach so verhängen. Drei Monate, ein Vierteljahr Isolation. Einfach so. Jetzt kann man natürlich die Frage stellen, ist sowas nicht eigentlich Folter? Ist das nicht ein Umgang mit Menschen, der das Ziel hat, die zu brechen? Sie zu bestimmten Verhaltensweisen zu zwingen durch Anwendung von Gewalt? Es gibt ja lustige Leute, die sowas tatsächlich behaupten, dass das Folter wäre. Nicht, dass ich ein Anhänger irgendwelcher kirchlichen Figuren und erst recht nicht irgendwelcher Hirngespinste bin, dass der Mensch von irgendwelchen externen Quellen gelenkt wird. Aber der aktuelle Papst haute zum Beispiel mal raus, es wird nicht nur in geheimen Internierungs- und modernen Konzentrationslagern gefoltert, sondern auch in Gefängnissen, Jugendstrafanstalten, psychiatrischen Kliniken, Kommissariaten und anderen Strafanstalten. Ist ja immerhin mal eine Aussage. Und immerhin, wenn ich mir jetzt wieder die Psychiater selber durchlese, haben wir hier auch wieder einen, der eher auf der Seite derer steht, die viel Zwang anwenden wollen. Ich erlebe oft, dass Klinikmitarbeiter an solchen Patienten ihre eigenen Erziehungsvorstellungen exekutieren. Und das für Verhaltenstherapie halten. Auch das finde ich eine sehr, sehr deutliche Aussage von jemandem, der da drin ist und eigentlich dieses Zwangssystem verteidigt. Ständig führen sie dem Patienten seine Schwächen vor.
Mit Strafen und Zurücksetzungen will man einen braven Patienten aus ihm machen. Alles, was davon abweicht, kann gegen ihn verwendet werden, auch wenn es mit seiner Delinquenz nicht das Mindeste zu tun hat. Da haben Psychologen und Ärzte einfach sehr viel Macht. Das sind deren eigenen Einschätzungen von dem, was sie da tun. Die haben das völlig klar, dass ihr System ein brutales System der Unterdrückung ist. Aber sie ändern nichts. Für andere ist das aber einfach nur Routine, einfach nur Alltag. Denken, darüber nachdenken, gar nicht mehr. Einer der spektakulärsten Fälle spielte mal in Stuttgart. Im Pflegeheim soll der Bauchgurt am Bett das Rausfallen verhindern, lässt immerhin seitlich noch etwas Spielraum. Eine andere Variante, die Fixierung am Stuhl. Beides grundsätzlich Freiheitsberaubung. Es sei denn, ein Richter besucht den Pflegebedürftigen, befragt ihn und genehmigt das Festschnallen. Für solche Genehmigungen war dieser Amtsrichter aus dem schwäbischen Nürtingen zuständig. Er hat aber, so ist das Landgericht Stuttgart überzeugt, in über 40 Fällen Fixierungen erlaubt, ohne mit den alten Menschen überhaupt gesprochen zu haben. Damit die Sache nicht auffiel, hat er Anhörungsprotokolle gefälscht. Allerdings waren 7 Betroffene bereits gestorben, sodass die Sache irgendwann auffiel. Also das ist die Ausgangslage eines total spannenden Prozesses gewesen. Der fälscht also Anhörungsprotokolle und genehmigt Fixierung, tut so, als wenn er dahin gefahren ist und ist so deppert, dass er in 7 Fällen ein Datum einträgt, wo er mit den Leuten geredet haben will, wo die schon tot waren. Deshalb fällt das auf und er kommt vor Gericht. Und das Spannendste ist nicht diese Information, sondern wie er sich verteidigt hat. Also der gute Mensch heißt Michael Irmler und er hat 2 prägnante Aussagen gemacht. Die eine, es gibt sicher in vielen Fällen auch mildere Möglichkeiten, so, die man hätte anwenden können. Aber meine Kollegen und ich sehen eigentlich nicht unsere Aufgabe darin, auf die Heime einzuwirken, indem wir Genehmigung verweigern. Man sagt ja immer Richtervorbehalt bei Freiheitsentziehung. Hier sagt der Richter selber, ja klar, man hätte das nicht immer so brutal machen müssen, aber bin ich dafür zuständig? Ja, in der Tat ist er dafür zuständig. Der ist nicht der Abnicker von den Bedürfnissen von Leuten in Heimen, die mit möglichst pflegeleichten Vorgängen viel Geld verdienen wollen. Denn für die Leute in den Psychiatrien ist es natürlich eher praktisch oder in den Pflegeheimen eher praktisch, die Leute einfach festbinden und das Geld kassieren. Und jetzt kommt es noch dicker. Seine Verteidigungsstrategie war total interessant. Er hat das überhaupt nicht bezweifelt, dass er das gemacht hat, sondern wenn das alles eine Rechtsbeugung schon sein sollte und schon strafbar sein sollte, dann denke ich, kann sich fast jeder Betreuungsrichter sich hier auf ein Ermittlungsverfahren einstellen, weil ich eben auch aus Gesprächen mit meinen Kollegen weiß, dass sie nicht anders gearbeitet haben wie ich. Gewohnheitsrecht. Hey, wir machen das schon immer so und wir machen das alle so. Gilt das auch für Bankräuber? Wenn du jede Woche einen Banküberfall machst, ist es nicht mehr verboten? Was geht da ab? Was für eine dreiste Einstellung zu ihren Verbrechen haben die eigentlich, dass sie es auch noch so offen sagen, wo nicht mal eine Restspur von Peinlichkeit erkennbar ist, dass sie Menschen wie Dreck behandeln. Noch so ein Thema. Die Patientinnenverfügung. Etwas ja sehr Wichtiges, mit dem Mensch sich formal eigentlich schützen kann vor der Zwangspsychiatrie, außer vor der Forensik. Also wenn du strafrechtlich zerlegt wirst, da hilft dir die auch nicht so viel. Aber die meisten Einlieferungen sind ja auf anderen Wegen, Betreuung und Selbst- und Fremdgefährdung. Und da hast du eine Patientinnenverfügung, eine stabile, gut geschriebene, mit Vorsorgevollmacht, kann dich da schon einigermaßen raushauen, wenn die sich ans Recht halten würden, was sie leider nicht tun. Zunächst einmal, auf der Seite des Bundesjustizministeriums wird das erläutert, was das mit der Patientinnenverfügung so an sich hat. In der Patientenverfügung, die sind natürlich auf dem ungegenderten Kurs unterwegs, in der Patientenverfügung kann man vorab über das Ob und Wie medizinischer Maßnahmen entscheiden. Ein völlig eindeutiger Satz. Wenn ihr so ein Ding habt, legt ihr dort fest, wie ihr behandelt werden wollt und wie nicht. Da die Psychiater ja glauben, dass sie Ärzte sind und die medizinische Behandlung machen, müsste ich also von der Logik her festlegen können, das will ich nicht. Wer nicht möchte, dass andere über die medizinische Behandlung entscheiden, wenn man selbst dazu nicht mehr in der Lage ist, kann durch Patientenverfügung festlegen, ob bei konkret beschriebenen Krankheitszuständen bestimmte medizinische Maßnahmen gewünscht oder nicht gewünscht sind. Ich kann also die Zwangsmedikamentierung in der Psychiatrie ausschließen. Das steht hier völlig eindeutig. Und jetzt nehme ich wieder mein Lieblingsbuch, das Praxishandbuch Maßregelvollzugs. Im rechtlichen Teil
Scheint da auch noch jemand zu sitzen oder zu schreiben, der oder die das noch sich erinnern kann? In der einstweiligen Unterbringung nach 126a Strafprozessordnung, das ist die Vorstufe zur Forensik, darf der Beschuldigte nicht gegen seinen Willen behandelt werden, auch wenn es medizinisch angezeigt erscheint. Und dann blätter ich weiter in dem Buch und dann komme ich hinten zu den Kapiteln, die die Psychiater geschrieben haben. Und dann wird es schon sehr anders. Behandlungserfolg misst sich in der Behandlung psychisch kranker Rechtsbrecher nicht an den individuellen Anliegen und Zielen des Patienten, sondern an den normativen Vorgaben des gesetzlichen Auftrags zur Behandlung von Patienten. Du bist eine Nummer. Du wirst durch die Paragraphen genuddelt. Der Patient sollte von der Klinik entsprechend eingestellt werden. Also das finde ich auch einen bemerkenswerten Satz. Hier werden Menschen eingestellt, wie eine Maschine. Wie du deinen Kaffeeautomaten einstellst, ob der Cappuccino raushaut, und so werden hier Menschen eingestellt. Aber ich finde noch besser, der Patient sollte befähigt werden, den Anforderungen einer Behandlung gerecht zu werden. Die Behandlung wird also nicht an Menschen ausgerichtet, sondern der Mensch wird an der Behandlung ausgerichtet. Das steht da. Das schreiben die da so ein. Das muss so brutal da abgehen, dass sie gar nicht mehr merken, wie offen sie hier eigentlich mit ihren Schmuddeligkeiten umgehen. Und das deutet eigentlich an, wie selbstverständlich das für die ist. Also ich hätte mir sowas überlegt, so als jemand, der immer wieder im politischen Clinch ist und der sich überlegt, was sage ich? Da sitzen irgendwelche Leute, die gucken sich das wieder an, die machen dann wieder einen schlimmen Artikel über mich und wollen mir einen reinhauen. Da denke ich nach, was ich veröffentliche. Das sind Bücher, die sie schreiben. Da sitzen irgendwelche Leute und lesen diese Texte gegen. Niemand fällt da auf, was hier eigentlich so drin steht. Ja, dann hatten wir den Fall Dennis Stephan, hatte ich vorhin erwähnt. Der hatte eine Patientenverfügung, der hatte eine Vorsorgebevollmächtigte. Die Vorsorgebevollmächtigte schreibt dahin und sagt, hallo, was machen Sie denn da? Sie dürfen den gar nicht behandeln. Und die Klinikleitung, hier sieht man die Unterschrift von Müller-Isberner zum Beispiel und die weiteren wichtigen Leute dort, die schreiben sogar einen Brief zurück. Wie blöd sind die eigentlich, sowas schriftlich zu fixieren? Aber ich finde das ja wunderbar. Und jetzt lesen wir mal, was die zur Patientinnenverfügung schreiben. Das Ob und Wie bestimmt sich aber nicht nach dem Wunsch des Patienten sondern oder sonstigen Bevollmächtigten, sondern erfolgt durch die hiesigen Behandler. Ich fand diesen Brief ungemein interessant, weil er vom Sprachgebrauch her so ähnlich der Seite vom Justizministerium ist. Weshalb ich diese beiden Sätze doch nochmal gegenüberstellen will. Der direkte Vergleich, denn in beiden Sätzen kommt diese Formulierung des Ob und Wie vor, was ja ein interessanter Zufall ist. Also hier hatten wir das vom Bundesjustizministerium. In der Patientenverfügung kann man vorab über das Ob und Wie medizinischer Maßnahmen entscheiden. Und jetzt der Brief, das Ob und Wie bestimmt sich aber nicht nach dem Wunsch des Patienten. Das ist wirklich hundertprozentig genau das Gegenteil. Und das schreiben die da so rein, weil es normal ist. Das ist für die der Alltag. Die denken sich da gar nichts dabei. Das war schon immer so, das machen wir weiterhin so. Und wenn ich den Laden mal wieder verlasse und zurückgucke in die allgemeine Gesellschaft, sehe ich, diese Diskriminierung von Psychiatrieerfahrenen findet gar nicht nur hinter den Mauern statt, sondern eigentlich überall in der Gesellschaft. In der UN-Behindertenrechtskonvention steht der Begriff Gleichberechtigung. Und jetzt gucken wir mal in das deutsche Wahlgesetz. Also wirklich, wo du denkst, wie kommt man auf die Idee, da sowas reinzuschreiben? Ausgeschlossen vom Wahlrecht ist, wer sich aufgrund einer Anordnung nach § 63 in Verbindung mit § 20 des Strafgesetzes in einem psychiatrischen Krankenhaus befindet. Hä? Wo ist da der Sinn? Die dürfen nicht wählen. Also nicht, dass ich glaube, dass man mit Wählen was Sinnvolles erreichen kann. Aber vom Prinzip her, die behaupten doch immer, wählen sei doch das Tollste in diesem Land. Also manchmal habe ich auch den Eindruck, dass der Rest noch beschissener ist, aber... Wie kommt man auf so eine Idee, Psychiatriebetroffene vom Wahlrecht auszuschließen? Also du findest überall so diese Diskriminierungsspur, die zieht sich durch diese Gesellschaft durch. Und da kannst du dir natürlich die Frage stellen, also bitte, warum passiert das eigentlich alles? Irgendwas muss die doch antreiben. Und das tut's auch. Meines Erachtens drei Dinge, von denen das erste... mindestens inzwischen wohl das Wichtigste ist, nämlich der Kapitalismus hat auch diese Branche voll im Griff. Das lohnt sich. 369 Euro bekommt ein Mensch in Hessen, wenn man eine Person zwangspsychiatrisiert, einsperrt. Und jetzt stellt euch vor, die wird die ganze Zeit nur fixiert und du kassierst 369 Euro pro Tag und Person. Da kommt schon was zusammen. Und von daher ist es logisch, dass da Leute die Betten voll haben wollen und dass die Zahlen ständig steigen. Dann arbeiten die Klinikärztinnen und ihr Umfeld direkt selber als Gutachter. Das heißt, wir haben dort ein Gerichtsverfahren, wonach die Leute da eingeliefert werden und es 369 Euro gibt,
und die Klinikleiterinnen und Leiter oder das Umfeld sitzen im Gerichtsprozess und mit ihrem Gutachten, wir haben ja den Amtsrichter gesehen, der will sich da gar nicht einmischen, entscheiden die faktisch selber darüber, Frischfleisch zu kriegen. Leute, die sie unterdrücken können und 369 Euro kassieren. Das entscheiden die einfach selber, die dann danach auch das Geld bekommen. Laut einer Studie haben 24,7%, und das wird ja eher noch höher liegen, weil das ja eher peinlich ist, das zuzugeben, gesagt, von einem Gericht eine Tendenz signalisiert bekommen zu haben. Also sprich, Gefälligkeitsgutachten. Offen zugegeben, ein Viertel sind Gefälligkeitsgutachten. Es sind nicht nur die, die so direkt dabei sind, die daran verdienen. Also es gibt ganz viele Anwältinnen und Betreuerinnen. In dem Moment, wo du eine Betreuung bekommst, kann es passieren, dass die über dein Eigentum verfügen, über dein Konto verfügen. Und wenn du da genug drauf hast, werden die auch von diesem Konto bezahlt. Das heißt, es ist durchaus lukrativ. Man kommt an die Kohle von den Leuten ran. Und das interessiert nicht nur diese formalen Vertreterinnen, sondern mitunter auch Angehörige. Also um mal das Erbe vorzeitig zu kassieren, mal die eigenen Eltern abzuschieben und für unmündig zu erklären, ist nicht ganz selten. Es gibt aber offensichtlich noch andere Motive. Da ist das Konzept Krankheit. Das ist insgesamt ein klassischer Diskurs. Dieser Begriff, ich beziehe mich da mal auf den Foucault, diese Beschreibung, dass in dieser Gesellschaft gar nicht in erster Linie formale Herrschaftsmomente wirken. Also ganz viele Dinge, dass wir glauben, dass es im Dunkeln besonders gefährlich ist, dass Fremde eher übergriffig sind, obwohl ganz klar alle Statistiken ja zeigen, dass wenn du irgendwann mal einen Übergriff erlebst, die Wahrscheinlichkeit, dass du die Person kennst, häufig sogar sehr gut kennst, extrem hoch ist. Fürchten wir uns vor unseren eigenen Freundinnen und Freunden, die aber eindeutig statistisch die größte Gefahr sind, weniger als vor Fremden. Das sind Diskurse, die gemacht werden über die Art, wie Krimis aussehen, wie Aktenzeichen XY aussieht. Da sind es immer Fremde. Das erzeugt ein bestimmtes Bild. So etwas nennt Mensch Diskurs. Das ist jedenfalls diese Idee. Ein allgemeines Denken, wofür es keine Gesetzesgrundlage gibt, wenn du eine andere Auffassung hast und die Meinung vertrittst, die ich zum Beispiel vertrete, dass der gefährlichste Ort für sexuelle Übergriffe das Schlafzimmer von Eden ist, dann ist das nicht verboten, das zu sagen. Nur, es wird niemanden interessieren. Diskurse funktionieren von Kopf zu Kopf. Da ließen sich weitere Beispiele einführen. Was Krankheit ist, also etwas als krank zu bezeichnen, ist auch stark von Diskursen geprägt. Und dieses Konzept, diese gut-böse, richtig-falsch und eben krank-gesund, diese Einteilungen sind solche gesellschaftlichen Setzungen, die durch ständige Wiederholung produziert werden. Und es ist ja zum Beispiel der Psychopharma-Industrie in den letzten Jahren, da gibt es auch mehrere interessante Untersuchungen darüber, wie oft ihnen das gelungen ist, eine neue Krankheit zu erfinden, um ein Medikament darauf zu bauen. Und man gibt dann manchmal so irgendwelche Enthüllungen, wo jemand in die Akten reinguckt, wo wirklich eine Strategie, eine PR-Abteilung sich überlegt hat, wir erfinden mal eine Krankheit, um ein Medikament dann zu verkaufen. So, dieses ganze Konzept von Krankheit lässt sich natürlich wunderbar an dem prägnantesten Beispiel von Pathologisierung in der Psychiatrie in der Vergangenheit überhaupt machen, nämlich dem Umgang mit Homosexualität. Das ist noch im ICD, das ist immer so dieses offizielle Verzeichnis, was krank ist. Das werden übrigens jedes Mal mehr. Jeder ICD, diese riesenlange Liste, ist jedes Mal etwas länger. Also es sind neue Krankheiten hinzugekommen. Also ich leide zum Beispiel bestimmt unter der Paranoia Querulans, die gibt es tatsächlich, ist eine Krankheit. Und im ICD-8, die Fassung von 1972, das ist nicht so endlos lange her, finden sich Formulierungen, wo du so denkst, das ist also eine Krankheit. Abnorme sexuelle Neigung oder abnormes sexuelles Verhalten, die Grenzen und Bilder normaler sexueller Neigung und normalen sexuellen Verhaltens sind im Großen und Ganzen so, dass sie akzeptierten sozialen und biologischen Zielen dienen. Also das ist der Maßstab. Was die akzeptierten Ziele sind, also was die gedachte Norm ist, ist die Grenze der Krankheit. Hier ist zugegeben, dass es sich um eine politische, willkürliche Setzung handelt. Die sexuelle Aktivität der hier betroffenen Personen, also der Kranken, ist primär auf Personen des gleichen Geschlechts gerichtet oder auf sexuelle Akte, die normalerweise nicht mit dem Coitus in Verbindung stehen oder auf einen Coitus, der unter abnormen Umständen durchgeführt wird. Und jetzt gibt es eine lange Liste von Aufzählungen, was alles zu den abnormen Sexualverhalten dazugehört. Homosexualität, lesbische Liebe, Fetischismus, Pädophilie, Transvestitismus. Also auch was für eine absurde Liste. Also dieses Konzept Krankheit
dass es überhaupt existiert, dass nicht darüber diskutiert wird, Menschen sind unterschiedlich, Menschen haben Krisen, wie gehen wir damit um, sondern dass eine Schwarz-Weiß-Einteilung 0-1, 0-1, eine völlig binäre Logik, krank, gesund, gesetzt wird, ist ein Teil des Problems als solches. Und dann schleppen wir aus düsteren Zeiten in vielen Bereichen der Psychiatrie immer noch einen sehr eindeutigen Biologismus mit. Auch das findet Mensch in diesem tollen Praxishandbuch. Da versuchen sich die Psychiater und Psychiaterinnen als Evolutionsexperten. Das, was uns als Dissozialität imponiert, ist aus evolutionärer Sicht nichts anderes als eine schlechte Passung zwischen Individuum und Umwelt. In einer früheren Umwelt, in der die Konkurrenz um limitierte Nahrungsressourcen einen überwiegenden Anteil an Handlungsprozessen beanspruchte, stellten Verhaltensprogramme, die ein hohes Maß an Rücksichtslosigkeit, spontaner Aggressivität und hochentwickelten Raubtierstrategien beinhalten, sich als höchst adaptiv, also vernünftig und das Überleben sicherlich dar. Also diese verfehlten Verhaltensweisen kommen aus unseren biologischen Wurzeln, wo wir gegeneinander um knappe Nahrungsmittelressourcen gekämpft haben. Also jeder, falls hier irgendwelche Leute Evolution oder so studieren, würde mir jetzt bestätigen, dass dort in der Evolutionsbiologie das als totaler Nonsens angesehen würde. Also die Überlegenheit der menschlichen Gattung auf diesem Planeten resultiert vor allen Dingen aus seiner Fähigkeit zu Kommunikation und Kooperation. Der Mensch wäre ausgestorben, wenn er sich so verhalten hätte, wie es hier steht. Also gegeneinander konkurrierend. Dass Menschen gegeneinander konkurrieren um knappe Ressourcen, ist eine Erfindung des Kapitalismus. Und in all deren Hochburgen ist es so. Und dann müsste man ganz andere Leute hinter die Mauern verbannen, wenn solches Verhalten, also so ein unsolidarisches Verhalten, krank sein sollte. Aber man kann sehen, auch hier wieder, das sind ideologische Setzungen, die da mitschwingen. Und hier eben aus einem Biologismus heraus. Letztendlich würde ich das zusammenfassen. Der Antrieb, diese ganze Sache zu betreiben, sind kapitalistische und nach wie vor eine modernisierte Variante der Idee von Sozialhygiene. Die Ausmerzung unerwünschten Verhaltens. Und an dieser Stelle ist es natürlich wichtig, auf die derbe Vergangenheit der Psychiatrie zurückzuschauen, die sich immer schon für die übelsten Formen von Herrschaft hat funktionalisieren lassen, die nicht, wie die Psychiater in ihren Denkmälern auf den Psychiatriegeländen behaupten, leider von den Nazis, die wahrscheinlich aus dem Weltraum kamen, übernommen und gezwungen wurden. Nein, die haben sich gefreut. Die Psychiaterinnen und Psychiater, nein, damals waren es natürlich vor allem Psychiater, da war die Welt noch stärker patriarchalisiert, haben 1933 als allererstes dagestanden und stramm mit den Nazis kooperiert und selber die ganzen Selektionsprozesse durchgeführt und dass die T4-Aktion, also die Vernichtung des lebensunwerten Lebens, die Übungsstunde für den Holocaust war, hat damit zu tun, dass die Psychiater und Psychiaterinnen, vor allen Dingen die Psychiater, sich aktiv angeboten haben, diese Massenmorde durchzuführen, weil das ihrer damals schon vorhandenen Ideologie entsprach. Und als 1945 Deutschland zum Glück niedergekämpft wurde unter riesigen Verlusten, haben die Besatzer damals auch die Psychiatrien vergessen und das Morden ging dort noch jahrelang weiter. So ein bisschen, was hat das alles mit Pippi Langstrumpf zu tun? Warum ist in diesem Titel Pippi Langstrumpf drin? Und warum habe ich diesen komischen Song am Anfang gespielt? Eigentlich nichts. Wenn diese Psychiater nicht selber so durchgedreht wären, dass die Sachen raushauen, die Mensch irgendwann mal nicht mehr glaubt, sondern denkt, das muss gefaked sein. Also, wer ist Pippi Langstrumpf? Kennt ihr wahrscheinlich ja alle. Ist für bestimmte Sachen ja schon eine Ikone, einmal aus einer feministischen Betrachtung und zum anderen aus einer kinderrechtlichen Betrachtung. Würde ich ihr heute begegnen, würde ich sie allerdings gerne mal zu einem Gespräch über rassistische Ideologien eintreten, weil an der Stelle hat sie einen definitiven Nachholbedarf. Ich blende das aber mal aus, auch wenn wir über Aktionen nachdenken, immer uns überlegt haben, dass wir Pippi mit so T-Shirts oder Aufklebern, Entschuldigung für meinen Rassismus, eine klare Distanzierung von dieser Art auch hinzukriegen. Astrid Lindgren hat selber formuliert, wenn Pippi Langstrumpf jemals eine Funktion gehabt hat, außer zu unterhalten, dann war es die, zu zeigen, dass man Macht haben kann und sie nicht missbraucht. Und das ist wohl das Schwerste, was es im Leben gibt. Nun ist Pippi Langstrumpf ja auch antiautoritär unterwegs und sie mochte geschlossene Heime nicht. Hör zu, Pippi Langstrumpf, mach keine Dummheiten. Es wird dir bestimmt in dem Kinderheim gefallen. Darf man in ein Kinderheim auch Pferde mitbringen? Pferde? Haha, was denn noch alles? Oder vielleicht Affen?
Verdammte Dummheiten! Man darf weder Pferde noch Affen mitbringen. Dann sagt der Brüsselise einen schönen Gruß und sie soll sich die Kinder für ihr Heim woanders suchen. Ich hab keine Lust! Astrid Lindgren hat das ja geahnt. Als sie ihr Manuskript an einen Verlag schickte, hat sie einen Begleitbrief formuliert, unten, so als letzte Zeile, in der Hoffnung, dass sie nicht das Jugendamt alarmieren. Ob die das gemacht haben, weiß ich nicht. Wahrscheinlich nicht. Aber es ist unfassbar, was Psychiater so raushauen, was sie mit Pippi Langstrumpf machen würden. Schauen wir uns mal eine Folie, einen Vortrag an. Ein leitender Arzt aus Hessen hält einen Vortrag einer internen Schulung über den Umgang mit Angehörigen. Diesen Vortrag besitze ich. Ist auch ein PowerPoint-Vortrag. Und jetzt legt er eine Folie auf, indem er so beschreibt, wieso die Leute drauf sind, die sie da einsperren. Also die Folie ist als solches auch inhaltlich schon ganz spannend, weil sie geht nicht von einem sehr differenzierten Ansatz aus. Also die Leute, die da eingesperrt werden, was die halt mehr haben und was die weniger haben, das ist alles so wenig Einsicht, wenig Empathie, wenig Intelligenz. Also das ist alles ganz einfach. Schwarz-Weiß, kennen wir schon. Jetzt muss man, damit das ein bisschen spannend ist, ne, solche Folien nicht so machen, sondern da muss doch irgend so ein Blickfang drauf sein. Also entscheidet sich dieser Roland Frese dafür, hier rechts noch, das habe ich bislang ausgeblendet, in Wirklichkeit sieht die Folie anders aus, ein Bild einzublenden einer Person, auf die das alles zutrifft. Wenig Einsicht, wenig Empathie, wenig Intelligenz, und er entscheidet sich für dieses Bild hier. Das ist tatsächlich die Originalfolie. Dieser Mensch ist also der Auffassung, dass Pippi Langstrumpf in seine Klinik gehört. Und er ist nicht der Einzige. Und ich finde, Pippi Langstrumpf ist eigentlich ein Kind, was wir nicht bewundern sollten, sondern Pippi Langstrumpf ist ein dissoziales Mädchen, die eigentlich in meine Behandlung kommen müsste. Die würden die zwangsbehandeln. Und das sagen sie so ganz offen. Und dann steht da noch drunter, behandelt jeden noch so kleinen Patienten genauso respektvoll wie einen Erwachsenen. Chef der Kinderpsychiatrie Hamburg. Also niemand kapiert das, was da eigentlich abläuft. Wie dreist die in der Öffentlichkeit solche Sätze raushauen, wo ich mir so denke, holla. Die sind nichts gewöhnt an Stress. Und ich finde, das sollte die Stufe 1 sein. Die müssen einfach mal erleben, dass diese Scheiße, die sie da machen, so nicht mehr weitergeht. Wir müssen für sehr, sehr klare Positionen eintreten, meines Erachtens. Und auch hier, selbst wenn wir dafür eintreten, dass Menschen nicht mehr zwangseingesperrt werden, können wir uns auf deren Texte berufen. Das mache ich. Nehmen wir wieder mein Lieblingsbuch, Praxishandbuch Maßregelvollzug. Rüdiger Müller-Isberner schreibt dort höchstpersönlich die Meta-Analysen der Straftäterbehandlung. Also wenn Sie so gucken, das irgendwie evaluieren, wie hat das jetzt so funktioniert, zeigen, dass erfolgreiche Programme eher in Freiheit als in Institutionen stattfinden. Jawohl, so ist es. Und immer, wenn ich vor der Klinik gestanden habe, habe ich mit meinem Lautsprecher da gestanden und gesagt, Rüdiger Müller-Isberner, du hast gesagt, alles, was ihr hier macht, geht besser in Freiheit als in Gefangenschaft. Komm raus mit deinen Leuten, bring die Spitzhacke mit, wir räumen hier die Mauer ab. Dann schreibt er auch in dem Buch, wenn man psychisch Kranke nur ein halbes Jahr früher aus der stationären Behandlung entlässt, dann kann man mit dem damit eingesparten Geld dafür 12 Jahre lang ambulant nachbetreuen. Das sagen die selbst. Und es gibt wirklich ganz viele, ich will euch nicht mit endlos vielen langweilen, aber weil dieser Punkt so entscheidend ist, die wissen das alles selber. Die machen das nicht, weil sie das für richtig halten, in einem Sinne, dass sie das reflektiert begründen, sondern da geht es offenbar um Geld oder um ihre Diskurse. Es gibt eine ganze Reihe von Beispielen aus ganz Deutschland, die seit Jahrzehnten belegen, dass man in der Psychiatrie auf geschlossene Stationstüren komplett verzichten kann. Bleiben die Türen offen, dann sinkt das Weglaufrisiko, ebenso wie die Zahl der Zwischenfälle auf den Stationen. Das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass sich die gefühlte Entwertung noch einmal vergrößert, wenn hinter einem psychisch kranken Menschen die Tür zugeschlossen wird. Also gesunde Menschenverstand sagt einem das ja auch schon. Martin Zinkler wieder. Dass es auch ohne geht, zeigen Kliniken, die auf deeskalierende Maßnahmen setzen, doch die meisten Ärzte hängen an ihren Medikamenten. Denn die Behandlung ist schneller und günstiger, wenn man einfach zur Tablette oder Spritze greifen darf, anstatt Gespräche zu führen. Das ist ein Klinikchef. Interview im Spiegel. Wie ist das mit den Leuten, wie oft rückfällig oder sonst was? Ob er es denn schafft, ohne Straftaten durchs Leben zu gehen, hängt stärker, als ich früher dachte, von den Situationen ab, in die jemand hineinkommt. Wir haben uns um jeden Einzelnen sehr intensiv gekümmert. Sozialleben, Freizeitaktivitäten, Wohnungssuche. Ich muss sagen, das war verblüffend erfolgreich. Wo hole ich diesen Begriff verblüffend her? Der hat es mal jemand anders ausprobiert und gesehen, aber das geht viel besser. Und der war verblüfft.
Auf welchem Planeten war der eigentlich unterwegs, dass er gedacht hatte, dass mit Zwang alles besser geht? Sicherheit entsteht auch durch Zuwendung? Ja. Und wir sind genau auf der umgekehrten Gleis in diesem Land unterwegs. Das reicht eigentlich, um zu sagen, die Mauern müssen weg. Aber die Alternativen machen es natürlich noch attraktiver, die da sind. Einmal das Konzept Krankheit verwerfen. Das Beispiel Homosexualität hatte ich schon genannt. Das ist einer der beeindruckendsten Beispiele, wie von einem Tag auf den anderen eine Menge von Leuten geheilt wurden, als nämlich irgendwann mal in diesem Land Homosexualität aus der Liste der Krankheiten gestrichen wurde, waren offiziell Hunderttausende von Leuten von einem Tag auf den anderen gesund, ohne eine einzige Therapie zu bekommen, ohne eine einzige Pille zu schlucken. Die waren einfach gesund. Auch ein fantastisches Beispiel. Viele seiner Patienten litten unter einem scheinbar unerklärlichen Ohrenblutgeschwulz. Doch auch das beendete Van Gutten. Er verbot dem Pflegepersonal das Ohrenziehen. Sowas liest man so ganz offiziell in diesen Unterlagen, was da alles so abgeht. Einfach aufhören mit diesem Scheiß hilft richtig viel. Und ich will das auch nochmal erläutern an dem Punkt, der ja immer am krassesten diskutiert wird. Weil ich finde, dass unsere Ideen, die wir formulieren, auch dort funktionieren müssen und stimmen müssen, wo es wirklich ein bisschen abgefahren wird. Das Beispiel Pädophilie. Das ist wirklich so. Da kenne ich auch Beispiele, Leute kommen wegen irgendwas in die Psychiatrie, die Leute stellen fest, die sind pädophil und die werden nie wieder rauskommen, weil in diesem Land eine Hetze aufgebaut ist. Jetzt betrachte ich Pädophilie erstmal als eine sexuelle Orientierung, für die ein Mensch nichts kann. Nicht, du bist hetero, bi, homo, du stehst auf diese und jene, auf blonde, auf schwarzhaarige, auf groß, klein, was auch immer. Das sind sexuelle Orientierungen, die angeboren sind oder relativ früh in dir heranreifen, die du jedenfalls nicht so einfach im Kopf umstellen kannst. Also dich heute Abend hinsetzt und sagst, heute war ich hetero, ab morgen bin ich homo. Oder mich turnen Erwachsene an, ich will mal sehen, wie das ist, ab morgen turnen mich mal Kinder an. Das kannst du so nicht sagen. Das heißt also, der Pädophile kann da nichts für. Jetzt haben wir eine Gesellschaft, in der Pädophilie, du musst ja echt Angst haben, gelünscht zu werden. Solche Versuche hat es auch eine Menge gegeben. Das heißt, wir haben eine gesellschaftliche Stimmung, in der du gut beraten bist, deine Pädophilie zu verstecken. Dir geht sowieso schon richtig scheiße, weil, was ich ja richtig finde, du deine Pädophilie nicht auslebst. Nicht? Also wahrscheinlich ist die Mehrzahl, rein statistisch betrachtet, hier im Raum heterosexuell. Stell dir vor, wir wären in einer Gesellschaft, in der Heterosexualität verboten wäre. Gut, es gibt vielleicht Leute, denen ist das wichtiger zu poppen und manchen ist es weniger wichtiger. Aber stell dir vor, das ist einfach verboten. Die Art von Sexualität, die ihr habt, wäre doch irgendwie scheiße. Also das heißt, die Leute, die eine sexuelle Orientierung haben, die ihnen untersagt ist, was ich nicht in Frage stellen will, haben es sowieso schon scheiße. Denen muss also eher geholfen werden, dass sie in ihrem Leben damit klarkommen. Nun haben wir aber eine Gesellschaft, in der das der größte Fehler wäre, so etwas zuzugeben. Du hast auf jeden Fall das Problem, dass du eventuell für sehr lange verschwindest. Das Gegenteil wäre aber das viel Interessantere. Eine angstfreie Gesellschaft, in der Menschen sagen können, hallo, wenn wir hier zusammen und wenn hier Kinder sind, lasst mich nicht mit denen allein oder sowas. Achtet selber ein bisschen darauf und dass man auch gegenseitig sich hilft. So wie das ist bei Leuten, die sagen, hier, ich habe so einen Hang zum Alkohol, ich will aber nicht trinken, könnt ihr mich mit darin unterstützen, dass ich das nicht tue? Das würde tatsächlich auch in der Sache etwas verbessern. Das heißt, die Herausnahme von Zwang bietet in allen Punkten einen viel besseren Lösungsansatz, eine kommunikative, kooperative Gesellschaft. Und das ist sicherlich jetzt auch noch ein bisschen verkürzt ausgedrückt, aber meines Erachtens überzeugt das Konzept von Freiheit, Kooperation und Kommunikation in einer angstfreien Gesellschaft auch dann, wenn wir uns mit den heiklen Fällen auseinandersetzen. Und ich möchte, dass meine emanzipatorischen Ideen auch da funktionieren, wo es halt heikel wird, weil sich mit den einfachen Sachen beschäftigen, das ist ja auch nicht besonders anspruchsvoll. Die sagen das auch teilweise wieder selber. Gut, hier ist es so ein Hirnforscher. Der Mensch ist die stärkste Droge für andere Menschen. Durch Wörter, Blicke, Körpersprache. Genau da müssen wir hinkommen. Und in dem Moment, wo du Angst einstreust, geht das zurück. Also wenn ihr mal in einem Strafprozess wart, geht da mal rein, falls ihr es noch nie wart. Es gibt keinen anderen Ort, wo so etwas von aneinander vorbeigeredeten richtig organisiert stattfindet. Also ist es einfach nur dumm für dich, dich da einzulassen. Jeder versucht irgendwelche Ausflüchte, versucht die anderen niederzumetzeln. Das ist das Gegenteil von durch Wörter
Blicke, Körpersprache, in irgendeine Kommunikation zu kommen und Dinge zu klären. In der ganzen Gesellschaft fehlt das. Streitkultur, Kommunikations- und Kooperationsanbahnung. Diese Gesellschaft lebt brutal aneinander vorbei. Diese Gesellschaft ist die, dieses primitive Konkurrenzdenken gegeneinander fördert, mit dem Ergebnis auch, dass es in krank und nicht krank, in nützlich, unnütz und so weiter unterscheiden muss, um diese Gesellschaft zu organisieren. In dem Moment, wo der Zwang wegfallen würde, würde es eine ganze Menge von Folgewirkungen geben. Und das glaube ich ja nicht nur in der Psychiatrie, das ist bei Arbeitszwang, bei allen möglichen das Gleiche. In dem Moment, wo wir nicht mehr gezwungen werden, müssen die Institutionen oder diejenigen, die sich mit Fragen auseinandersetzen, von sich aus dafür sorgen, dass ihre Dinge attraktiv werden, damit Menschen mit ihnen in Kontakt kommen. Ich mache das mal ein ganz platten Beispiel. Wenn ein Mensch in der Schule Kinder nicht mehr zu Hausaufgaben zwingen kann, müssen die Hausaufgaben einfach viel geiler werden. Also in dem Moment, wo der Zwang wegfällt, wir kennen diese Debatte aus der Grundeinkommensdebatte, wenn die Menschen nicht mehr gezwungen werden zu arbeiten, müssen die Arbeitsplätze attraktiver werden. Und wenn Menschen nicht mehr gezwungen werden können, sogenannt geheilt zu werden, müssen die freiwilligen Anlaufstationen für Umgang mit Krisen viel geiler werden. Und die Kapazitäten wären natürlich auch dafür da. Denn diese Zwangspsychiatrien verschluckt Ressourcen, das kann man gar nicht berechnen. Wahnsinn. Und natürlich dann, wenn die Dinge offen sind, werden sie stärker in die Normalität integriert werden, in die kommunikativen Zentren und Vorgänge, die es sowieso in der Gesellschaft gibt. Wer meint, in seiner Institution finde nur das absolute Minimum an Zwang statt, dem sei ein Besuch auf Island empfohlen. Das Land mit 120.000 Einwohnern kommt ohne Festbinden und Einsperren in der psychiatrischen Versorgung aus. Ein kleiner Hinweis noch. Ich bin länger schon in der Anti-Knast-Bewegung aktiv und ich habe das viel erlebt, dass in der Anti-Psychiatrie-Bewegung gesagt wird, wir brauchen keine Psychiatrien, die richtig schlimmen Fälle können ja in den Knast. Und in der Anti-Knast-Bewegung wird gesagt, wir brauchen keine Knäste, die unheilbaren Leute, die wirklich krankhaft irgendwas machen, kommen in die Psychiatrie. Und ich habe mir gedacht, wie kann man sich nur so erbärmlich gegeneinander ausspielen? Gefängnisse sind ebenso keinerlei Alternative. Bis auf die Zwangsmedikamentierung weisen sie alle Probleme der Zwangspsychiatrien auch auf. Es gibt zwar nicht diese Schriften so offensiv, weil die Gefängnisse schon länger in der politischen Debatte sind, da sind die etwas vorsichtiger. Aber die Isolation zum Beispiel von anderen Menschen ist im Knast eher der Normalfall. Also die Zwangsmedikamentierung ist nicht so schlimm im Knast. Die soziale Isolation ist höher als in den Psychiatrien. Es bringt nichts, das gegeneinander auszuspielen. Ich finde, die konsequente Position ist die, die Herr Isberner selber beschrieben hat. Das geht alles besser in Freiheit. Und für diese Idee, mit dieser konsequenten Position gegen jegliche Form von Zwang, würde ich gerne werben. Das bedeutet erstens, dass wir uns in Zukunft besser selber schützen. Und zwar auf verschiedenste Art und Weise. Die Patientinnenverfügung, wie viele haben die hier? Wer hat die eine Patientinnenverfügung? Das ist schon mal gar nicht so schlecht, aber wir sind natürlich auch in einer Psychiatrieveranstaltung. Da ist es ungefähr immer ein Drittel. Ihr könnt euch selber ausrechnen, wenn auf einer Antipsychiatrieveranstaltung schon nur ein Drittel das hat, wo wir eigentlich stehen. Embryonaler Zustand von Selbstorganisierung, das ist total einfach, das zu machen. Bitte kümmert euch darum. Gegenseitige Hilfe hilft sowieso. Es ist zu erkennen, dass vor allen Dingen Leute eingesperrt werden, die kaum ein soziales Umfeld haben, die also einfach verschwinden. Und was wir erlebt haben, ist auch Aktionen schützen. In Gießen haben wir zum Beispiel erlebt, ganz viele Psychiatrieerfahrene haben sich bei unseren ersten Aktionen auf dem Psychiatriegelände nicht getraut, weil sie Angst haben, die sehen mich dann, ich werde wieder eingesperrt. Das genaue Gegenteil war der Fall und das hatten wir auch so erwartet. Die sehen, dass wir Teil einer politischen Bewegung sind, die wollen uns nicht mehr haben. Das ist ihnen viel zu aufrissig. Wenn wir jetzt jemanden daraus einsperren, gibt es weitere Aktionen und sowas. Die wollen Ruhe haben. Die wollen ihre 369 Euro mit minimalem Aufwand bekommen. Also das schützt. Aber weil die Patientinnenverfügung so wichtig ist, eine kleine Werbeminute für die Patientinnenverfügung. Wir gehen jetzt wieder, ist doch völlig klar, oder?
Ich muss sie leider hier behalten. Ich möchte das aber bitte nicht. Ich möchte das nicht! Nicht! Lass ihn aus! Mal zieht euch aber einen Schlipper an, ja? Geisteskrank! Ihre eigene Entscheidung. Ich informiere mich unter www.patverfüh.de. Also macht das, auch wenn ich diese positive Position nicht vollständig teile. Habt ihr mitgekriegt, Beispiele gezeigt, wo die nicht anerkannt wird. Also ein sicheres Mittel ist es nicht, aber die notwendige Voraussetzung, das verbunden mit dem politischen Protest, es zu einem wirksamen Mittel wird. In der Forensik natürlich sowieso nicht. Deswegen finde ich auch immer wichtig, eignet euch die Fähigkeit ein, auch im rechtlichen Raum miteinander in euch durchzusetzen. Ich habe ja letztens 2 Trainings speziell für Psychiatriebetroffene gemacht, wie Mensch sich vor Gericht selber durchsetzen kann. Mache ich gerne auch nochmal in Dremel, in der Hoffnung, dass sich das schneeballartig fortpflanzt, quasi das Wissen vor Gericht, nicht sein Leben zu erzählen, sondern sich taktisch klug zu verhalten, sich zu überlegen, will ich überhaupt mit Gutachterinnen reden, also sich das anzueignen. Aktionsformen sich anzueignen, vielleicht anzufangen mit so kleineren Sachen, haben wir auch viel gemacht, in Gießen einfach mal hinzufahren, zum Beispiel sehr interessant, wir haben Demorecht auf psychiatrischem Gelände, immer, weil das müssen staatliche Einrichtungen sein, nicht hinterm Zaun, aber bis zum Zaun, dürfen wir immer hingehen, dürfen im Lautsprecher mit den Leuten reden und so weiter und so fort, das können die uns nicht verwehren, das heißt über das Versammlungsrecht können wir denen auf die Pelle rücken. Das ist so das Mindeste, aber natürlich gehen auch spektakulärere Aktionen. Ich habe eigentlich auch schon so verschiedenste Sachen, muss man sich genauer überlegen. Wir haben auch verschiedenste Trainings gemacht, auch speziell für Psychiatrie. Erfahrene Direct-Action-Trainings, kreative Protestformen, wo wir uns solche Aktionsformen, Kommunikationsguerilla, verstecktes Theater und ähnliches antrainieren. Ein Mittel, was wir dafür entwickelt haben, ist noch eine Liste von 12 Sofortforderungen, die sind ein bisschen umstritten, weil sie natürlich davon ausgehen, zunächst einmal noch zu akzeptieren, dass es die gibt. Deshalb haben wir so eine Präambel geschrieben. Bis zu dem Zeitpunkt, wo wir die Mauern ganz eingerissen haben, gelten die nur. Und das bleibt unser Ziel. Aber wir haben also 12 Sofortforderungen gemacht, damit wir bei unseren Aktionen auch was überreichen können. Und natürlich, wird euch nicht überraschen, ist bisher keine dieser 12 Forderungen erfüllt worden. Einen kleinen Eindruck von diesen 12 Sofortforderungen mit Bildern von einer unserer Aktionen an der Vitos-Klinik in Gießen. Da sind wir dann halt, und das ist jetzt ein Mitschnitt, wie die vorgelesen werden, so als Beispiel, was der Inhalt dieser Sofortforderungen ist. Unter Aufrechterhaltung unserer grundlegenden Forderung nach Abschaffung aller Zwangsstrukturen, der Verfügung von Menschen über Menschen, der zwangsweisen Verabreichung verhaltenssteuernder Stoffe von Menschen durch Menschen und der Erniedrigung oder formalen Begutachtung von Menschen durch Menschen, sowie unter Anerkennung, dass der Mensch das Maß der Dinge ist und nicht umgekehrt, fordern wir zur sofortigen Umsetzung. Erstens, volle Anerkennung der Patientinnenverfügung und Vorsorgevollmachten ohne Wenn und Aber in Kliniken vor Gutachterinnen und vor Gericht. Kommentar dazu, das ist ziemlich widerlich, dass diese Klinik hier sogar offen zugibt, Patientinnenverfügungen nicht zu beachten. Das liegt uns als Brief vor, unterschrieben unter anderem von dem Chef dieser Klinik. Das sind alles Rechtsbrüche, aber es interessiert keine Sau. Darauf können Sie sich zurzeit verlassen. Staatsanwaltschaft und Polizei werden sich mit Ihnen nicht befassen, aber wir. Zweitens, Internetzugang, Wahrung des Postgeheimnisses
uneingeschränktes Telefon- und Besuchsrecht in allen Reihenphasen des Tages, mindestens 2 Stunden pro Tag. Warum brechen Sie sich ab, so etwas zu gewährleisten? Warum geben Sie den Menschen nicht einmal dieses kleine Stückchen Freiheit zurück? Das würde Ihnen nichts kosten, Sie würden sich keinen Zacken aus Ihrer Krone brechen. Aber nein, Sie wollen die volle Unterdrückung. Drittens, Handlungen von Ärztinnen und Betreuerinnen mit Auswirkungen auf Status und Gesundheit von Gefangenen oder Patientinnen nur mit Zustimmung der Betroffenen. Immer mit Videoaufzeichnung und unter qualitativer Orientierung an den Standards des Bundesdeutschen Psychologen. Viertens, Vorführung vor Richterinnen oder Gutachterinnen nur ohne vorherige erzwungene Einnahme oder Zuführung von Psychopharmaka, sowie Dokumentation auch bei gewünschter Einnahme, welche Psychopharmaka in den 6 Monaten davor eingeflößt oder abgesetzt wurden. Das ist ja einer Ihrer großen Schachzüge, das Ass im Ärmel, was Sie immer haben, wenn Sie Menschen einsperren wollen. Die werden müssen einmal im Jahr zum Richter gebracht werden, das wissen Sie. Und damit sie auch wirklich so wirken, dass sie immer wieder hierhin zurückkehren, sie verdienen ja einen Haufen Geld daran, dass sie die Leute hier einsperren. Pumpen sie diese Leute entsprechend vor Psychopharmaka oder setzen die halt schnell ab und dann wird vom Richter die schon für krank erklären. Das sind alles miese Tricks auf Kosten der Menschen. Keine Sanktionierung für kritische, auch polemische, mündliche oder schriftliche Äußerungen. Keine Einschränkung oder Repression für Pressekontakt oder Teilnahme an Protestaktionen. Was sind Sie eigentlich für ein jämmerlicher Haufen, dass Sie zum Beispiel im Fall Dennis Stephan als kritische Informationen über das, was Sie hier tun, nach außen gedrungen sind, den unter Kontaktsperre gesetzt haben? Wie viel Angst haben Sie eigentlich vor einer kritischen Öffentlichkeit? Sie wissen, was Sie hier hinter den Mauern tun und Sie haben eine ganze Menge zu verlieren. Ihre Rechtsbrüche und menschenunwürdigen Verhaltensweisen können Sie nur durchziehen, weil Sie wissen, dass keiner hinkommt. Und darum haben Sie Angst vor der Öffentlichkeit. Sechstens, keine Fixierung, Zwangsmedikamentierung und Isolierungen in und durch die psychiatrischen Anstalten. Siebtens, uneingeschränktes jederzeitiges Einsichtsrecht in die Patientinnenakten und Einhaltung der Regelung des Bundesdatenschutzgesetzes. Auch das alles rechtlicher Standard. Sie müssten sich nur an das geltende Recht halten, dann wären die Forderungen erfüllt. Aber Sie tun das nicht. Achtens, Besuchskommission mit vollen Rechten und unter Beteiligung von Angehörigen, Vertretern und Betroffenen von zivilgesellschaftlichen, unter anderem psychiatriekritischen Gruppen aus dem In- und Ausland. Neuntens, ständige, mindestens einmal jährlich öffentlich zu machende Dokumentation aller Grundrechtseinschränkungen, Freiheitsberaubungen, Verschärfungen der Freiheitsbeschränkungen, der körperlichen Unversehrtheit, Wahrung des Post- und Telefongeheimnisses. Vor was haben Sie Angst, dass Sie das nicht tun? Das ist simpel. Setzen Sie das um, sofort. Zehntens, Standardisierung der Rechtsbelehrung für Betroffene und Überreichung einer standardisierten Rechtshilfe mit Benennung aller Rechte und Pflichten der Inhaftierten. Machen Sie die Menschen hinter ihren Mauern stark, dass sie sich selbst organisieren und sich selbst helfen können. Das behaupten Sie in Ihren bunten Broschüren, dass es Ihr Ziel ist, aber in Wirklichkeit tun Sie das Gegenteil. Schriftliche Dokumentation und Begründung aller sogenannten besonderen Sicherungsmaßnahmen, einschließlich der vollen Akteneinsichtsmöglichkeiten und sofortiger Beschwerdemöglichkeiten für die Betroffenen. Und 12. Ausgang jeden Tag in Anlehnung an den offenen Strafvollzug als Standard des Maßregelvollzugs. Dokumentation und besonderer richterlicher Beschluss bei Einschränkungen. Nicht direkt mit Ihnen zu tun, hat ein kleiner Nachschlag, aber eine Forderung, die auch viele sehr wichtig finden, nämlich eine Zusatzforderung für den Alltag. Keine Chemie als Waffe zur Anpassung. Psychopharmaka raus aus Schulen, Kinderzimmern und jedem Erziehungsalltag. Es kann nicht sein, dass die Leute schon zugedröhnt werden im frühesten Kindesalter und man sich dann hinterher wundert, dass viele Menschen nicht mehr vernünftig lernen können und Ähnliches sich nicht mehr konzentrieren können. Das ist alles ein Riesengeschäft mit den Zwangspsychiatrien. Darf auch gerne die ganze Psychopharmaka-Industrie untergehen. Für die Menschheit wäre das kein Verlust.
Ich will insgesamt, ohne Wenn und Aber, eine Welt ohne Psychiatrie und Gesetze. Und ich möchte sofort, bevor wir da sind, dass alle, die niemanden anders irgendeine Gewalt angetan haben, sofort freigelassen werden. Das sind fast überall über 90% derer, die eingesperrt sind. Und ich will aber auch, dass es dann einen Plan gibt, innerhalb weniger Jahre mit dem Rest so umzugehen, dass auch die freigelassen werden können, damit diese Gesellschaft nicht weiter verroht durch die vielen, vielen Zwangseinrichtungen und diese ganzen Ressourcen nicht weiter verballert, da rein die Gesellschaft immer hierarchischer zu gestalten, diese Gesellschaft autoritärer zu gestalten, mit all den Folgen, die Mensch ja sehen konnte, dass es genau die Ursache von dem ist, was es zu beseitigen vorgibt. Bisher hat es sehr wenig Aktionen gegeben, aber das ist quasi so zum Ende mein Aufruf. Das sind Bilder immerhin von Antipsychiatrieaktionen. Ich glaube, das ist in Berlin, das ist auf der MedPride in Köln, das ist eine Aktion in Königslutter von Braunschweiger Zusammenhängen. Also das sind immerhin schon so erste Sachen. Und ich finde das ja taktisch nicht so unklug, Pipi als Symbol damit einzubauen. Mehr ist es auch nicht. Aber die Idee, mal solche Aktionen in Pipi-Kostümen zu machen oder Menschen, die in der Psychiatrie sind, dass sie sich ab und zu mal so eine Perücke aufsetzen, um deutlich zu machen, was eigentlich der geistige Hintergrund ist, wen die dort alles einsperren, was die unter Dissozialität bestellen. Die sperren ein, was abweicht von der Norm, von einer gesellschaftlichen Norm, die die definieren. Das kann zum Teil ganz einfach sein, auch das hat es schon gegeben, einen Bezug auf Pipi. Insgesamt finde ich, wir sollten nicht weniger als das fordern, das komplette Ende aller dieser Zwangsstrukturen und dafür auch Aktionsmethoden entwickeln, die dem gerecht werden. Wir stehen ganz am Anfang, aber losgehen geht auf jeden Fall jetzt schon. Schlecht und ich bin oft allein, weil andere mich langweilen und ich kann mich auch nicht freuen. Die Freude ist so fremd für mich wie Wasser für den Mond und mich mal gut zu fühlen, das ist ungewohnt. Aber heute geht's mir richtig gut und ich kann mich trotzdem nicht freuen, denn mein Psychiater hat sich aufgehängt. Jetzt brauch ich einen neuen Hit. Brauche einen neuen Psychiater. Ich brauche